Also deshalb kann ich auch live gehen. So, hallo Freunde der Spikulturen, schönen Abend zum Killing Floor 2 Stream. Wir sind heute mal ein etwas größeres Trupp von 6 Leuten, also weniger rumgenubelt. Wir haben es ja letztes Mal auch geschafft, eine Runde zu erfüllen. Das wird heute nicht der Fall sein. Ich muss aber starten noch mit was anderem, und zwar war ja gestern Spenden wegen dem neuen Headset und ich habe ein günstiges Angebot gefunden, deshalb haben wir das Spendenziel eigentlich doch erreicht. Wie viel hast du bekommen? 70 Euro. Also es kostet jetzt 89. Guck mal, Game Blender fällt jetzt vom 19. Stuhl schon, weil er normalerweise nur ein KitKat kriegt. Ey, Gamer Duplo hat mir auch schon mal 15 Euro gespendet. Und deshalb darf er jetzt mitspielen. Ich bin nicht käuflich. Aber ich werde alle beim Unboxing-Video natürlich reinschreiben noch und mich nochmal separat bedanken. Erstmal hier auch schon mal danke. Danke an mich. Hallo Nick Gamer. Ja, wir haben Gameblimmer dabei, der hat auch einen Let's Play-Kanal und der streamt gerade live auf Hitbox, das ist ein bisschen wie der Delay. Ich dachte eigentlich, der streamt auch auf Twitch, dann hätte ich mich gesagt, wir machen eine Twitch-Box-Multistreaming, aber so geht ist das dann. Ja, es geht. Oh je. Da kannst du mehrere Sichtfenster einblenden. Das wäre natürlich cool gewesen, aber so kann man ja auch so zwischen den verschiedenen Streams hin und her switchen, die man will. Wenn man sehen will, wie richtig. Man richtig gut spielt, kann man sich ja dich angucken. Und wenn man sehen will, wie man stirbt, dann mich. Oder wer einfach nur anders Zeitreise machen will, weil Hitbox, glaube ich, 3% 3% Delay, 3 Sekunden Delay hat und Twitch hat 30 Sekunden Delay. Du also kannst wenn, ja quasi meinen Stream gucken und dich selbst warnen, was richtig. Passiert. Nicht in meiner Zeitrechnung. Aber wenn ihr doch mal sehen wollt, wie jemand zweimal stirbt, könnt ihr halt das erstmal beim Gameblamer gucken und dann könnt ihr das bei mir nochmal sehen, wie ich Back sterbe. Back to the Future, Alter. Back to the Future, genau. So. Ja, dann wollen wir einfach mal starten, ne? Weil wir müssen ja jetzt eh erstmal einen Server suchen. Ich weiß, Gameblamer hat null Erfahrung, Gamer Duplo auch. Ich hab einen Punkt habe ich erfahren. Ich bin nicht mehr drin. Ah, doch. Doch, bist du. Guck mal, wie schnell das geht. Ihr seid alle aber drin. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt jemand bei mir gucken würde und würde dich warnen, bevor das auf Twitch passiert, würde es dann überhaupt noch passieren, weil du ja das eigentlich auslöst, was nicht ausgelöst wurde? Sehr unwahrscheinlich. Weil das jetzt schon jetzt ist. Egal, was es da draußen ist. Nein, alles, was du jetzt siehst, ist schon Vergangenheit. Dodi. Hallo, der Bonuspool. Weil das Licht braucht auch, bis es ankommt. Dein also Augen. Wir sind immer in der Vergangenheit und nicht im Jetzt. Ja, es gibt keine Gegenwart. Instant-Kassetten. So. Nur, also, kommt drauf an, was für ein Bezugssystem du hast. Hallo, Nubi. Also, ich bin sehr... Ich halt die Klappe. Sehr gut im Spiel. Jetzt fehlt nur noch der Gamer, der lädt noch. Der andere Gamer. Game Duplo. Duplo und der Gamer. Der Game Blamer. Wie, ich bin drin bei mir. Game Blamer ja. Duplo. Bei mir steht Solo irgendwie. Weiß nicht, was der hier gemacht hat. Das wollte ich echt nochmal einladen. Warte mal. Warte mal. Ich arbeite dran. Warte mal. Ich muss den... eine Einladung, oder? Oh ja, Biotix Labor ist eine geile Map. Ist die geilste von den dreien. Ja, ist es auch. Namensstorm. Ich finde ja Burning Paris so, das erinnert an alte Zeiten. Die ist auch cool, aber ich finde die andere da... Die ich habe dir nochmal eine Einladung geschickt. Müsstest du eigentlich jetzt nochmal im Chat drin haben. Boah, ja, wisst ihr was mein Lieblingsmodus hier ist? Überleben. Boah. Ja, den finde ich auch am besten. Ja. Also der ist besser als alle. Ja, der macht am meisten Spaß. Ja. Also diese Runde ist jetzt zum Aufwärmen, ne? Nächste Runde machen wir dann auf Suizid-Modus. Ja, machen wir auch. Gamer nein, Duplo, wie oft soll ich dir noch eine Einladung schicken oder siehst du die einfach nicht? Ich sehe sie schon, aber irgendwie spackt das Spiel gerade bei mir. Get recht. Verlass es nochmal vielleicht. Wenn das bei euch dunkel ist, wieder bei Hitbox, bitte einmal den Dingens reloaden, den Browser, dann geht's wieder. Ach, Hitbox ist sowieso cool. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber es sind noch 20 Sekunden. Was passiert, wenn wir alle ready wegmachen? Ich kann die Uhr nicht stoppen. Wir sind schon auf dem Server, ich kann keine Uhr stoppen. Außer alle gehen jetzt... Deine Mentalität, du kannst es wahr schaffen. Aber nicht mit der Erschaffung. Also eigentlich müsste es ja jetzt schon gestartet sein beim Game Blamer. Nee, noch eine Sekunde. Ja, jetzt sind wir drin. Der kann ja nachschauen.
Theoretisch könnt ihr auch dem Game Gamer einfach versuchen nachzujoinen, das ist richtig, ja. So, wer hatte von euch das höhere Level? Genau. Alexander hat das höchste Level. Dann bleib ich bei ihm. Gamer Duplo, geh mal bei mir in die Freundesliste und dann gehst du Spiel beitreten. Müsst ihr eigentlich holen? Müsst dazu das Spiel mal wieder berichten. Oh, Geist. Komm mal, jetzt schon wieder Level 8. Das geht schnell. Ey, wie konnte er mir da anspucken? Weil die Leute bei, bei Hitbox geht bei euch das Bild los. Sehr gut. Gameblamer ist schon eine sehr große Bereicherung fürs Team, ich höre das. Warum? Warum? Ich schieß doch. Ein Kreis in die Wand oder sowas. Leute, von hier kommen ganz viele. Ah, geh weg, du Fetzer. Nein, die fressen mich. Mein Gott, wird hier schon verschwendet. So verschwendet? Ja, Granaten oder sowas. Ist noch ja, die sind jetzt Granaten. Brauchst du jetzt doch noch gar nicht. Guck mal, jetzt kriegst du hier richtig einen auf Fresse. Um zu überleben. Sind doch aktuell noch keine schweren Gegner. Oh Leute, ihr müsst mich auch ein bisschen... Ja, du musst ja besser verlieren. Halt dein Maul. Meine MG ist schon alle. Was für eine MG? Ich hab auch mein Maschinengewehr. Ach, du hast eine Mini-Uzi, ne? Als Commander. Irgendwie sowas. Ist das nicht ein normales Gewehr? Normalerweise startet man mit einer 9mm Pistole. Ach so, nee, ich hab am Anfang direkt ein Maschinengewehr. Ja, ich hab Commander noch nicht gespielt, ich hab direkt mit dem Medic angefangen, weil ich Medic mag. Oh. wie schmecken die denn? Gut. Süß-sauer, ne? Gamer-Duplo, du sprichst dauernd auch in-game. Ja, du musst noch, Dings ausmachen. Stimmt, Gamer-Duplo muss noch Sprachaktivierung ausmachen. Mega, egal. Ich soll Gameblamer sagen, es ist immer noch kein Bild, jedenfalls bei Hauptmann. Aber ich hatte vorhin ein Bild, ich habe mir den Stream von Gameblamer auch zwischendurch angeguckt. Ich hatte auch Bild. Einfach eine Frage, mache ich als Kommando mehr Schaden mit der bringe ich da mehr XP mit der Shotgun oder gleich viel? Du sollst lieber Perk-Waffen benutzen, also die auch zu deiner Klasse gehören. Ich weiß nicht, ob da ein XP-Unterschied ist am Ende. Aber du kriegst halt die ganzen Bonis auf die Waffen, ne? Mit Perk. Ja, ich weiß, aber es dauert halt. Ansonsten, ich versuche beim Window spiele ich. Vielleicht bringt das was. Ah, Proof, ich liebe dich, dafür heile ich dich nur. Warum liebst du mich? Weil du mich geheilt hast. Ich dachte, ich habe Alexander geheilt. Tut mir leid, war mein Fehler. Ah, ich habe einen Katana noch gefunden. Ah, da ist ja der Frank. Hab dich gefunden. Zander! Ah, verdammt, tut mir leid. Ist der einzige Frank, den ich kenne. Boah, da kommt jetzt die erste. Riesenmasse. Hi, Tom, der Bock. Widerliche Spinnen. Ich häng fest. Dafür können wir nichts. Doch, du bist an allem schuld. Haha. Ich hab gar keinen In-Game-Sound. Triple-Headshot. Das ist auch gut. Feuer! Und aufsteht. Yeah. Hast du überhaupt Killing Floor 1 gespielt, Gameblamer? Hä, wie unnötig? Das haben wir noch zusammen gespielt. Ja. Ach, du kacke Verdrängung. Ich unterstütze jetzt für die 2 geworden. Hä, mit verschiedenen Waffen steigere ich verschiedene Klassen? Ja, das kommt vor. Das ist ja mal unlogisch, dass ich unterstütze für die 2 geworden. Ja, du sollst halt deine Perk-Waffen noch benutzen. Ich häng fest. Ich bin umrundet hier. Wo denn? Wo bist du denn? Der hinter dir hat aber schon keinen Kopf mehr. Oh, mit Piste steigere ich die aktuelle Klasse. Ne? Unsichtbare? Du kannst übrigens auf V die auch wegschlagen, ne? Ja, das habe ich gemacht. Zwar nicht sehr gut. Hat aber geholfen. Und war's schon.
Ach ja, habe ich wieder den Tag gerettet hier. Ganz alleine. Ein Mann-Armee. Du trägst hier unsere Gruppe. Vorne ist Munition, ich nehme die mir mal. Ja, ich bin wie so das Maskottchen vom MSV, ne? So das, Der Kothaufen. Ich glaube, MSV spielt mittlerweile gar kein Fußball mehr, sondern Handball. Der MSV, muss ich dir leider widersprechen, die spielen zurzeit echt guten Fußball und könnten aufsteigen. Wer? Was? Ja. Weil ich kenne ja, ich habe ja noch den letzten lebenden MSV-Fan bei mir auf der Arbeit hinter Glas sitzen. Und der erzählt dann solche Geschichten. Du, Flo, du machst jetzt aber hier nicht die Tür zu, oder? Die zweite Liga auf, oder was? Oder erste? Ich glaube, die müssten kommen dann wieder in die zweite zurück. Hier ist Munition. MSV Duisburg heißt der. Ja. Nehmen wir mal. Ich glaube, die sind zurzeit Dritter oder so, aber also es gibt, bei mir sind halt ganz gute Chancen. Ja, meine Frage, kann mal irgendjemand in meinem Chat schreiben, ob das Bild jetzt wieder da ist, nachdem man reloaded hat, oder nicht? Kein Ding. Hallo Marty. Maurice, das Ziel des Spiels ist wirklich, überlebe die Wellen. Und es gibt storymäßig jetzt auch nicht so viel. Boah, ich kann den Gameplay mal eben heilen. Oh, das ist lieb. Oh, hier ist eine Spritze. Hinter diesem Monster. Ich hab dir extra ins Gesicht geschossen, damit es nur halb so weh tut. Ich hab mir eine richtig schöne Pumpgun. Die muss man gucken. Wir rennen damit mir hier rum. Oh, ich hab's. Ich hab nur Headshots gegeben. Ich muss ja weiterhalten. Probier's mal. Achtung, hinter uns unsichtbar. Boah, die sind so niedrig, die Viecher. Und da ist ja noch hier einfach. Oh, ja, aber ich schieße die ganze Zeit über die drüber. Und dann noch der mit dem Hexerarm. Müssen die noch mal ein bisschen wachsen für dich extra. Ja, oder höher springen. Ganz schön, so schlank und dann. Du und schlank, Alter. Ja, ist ja auch. Wir haben gar keinen Berserker, ne? Ich brauch Hilfe. Brauchen wir nicht. Ey, das war mein Kopf. Für Berserker gibt's irgendwie noch nichts. Oh, bei uns im. Bei mir im Chat hat einer geschrieben: Zebrastreifen, weiß und blau. Oh. Ja, da war im Video nicht aufgepasst. Nein! Mein Gott, ich bin mit der Shotgun so scheiße. Oh, dann mal eine andere Waffe. Ich hab keinen Scheiße mehr. Du musst nur nah rangehen und den Kopf wegfrapsen. Verrecke, Drecksau. Was ist das zu Fuß gemeint oder zu Monster? Zu dir. Ich hab das eigentlich. Ach so, er. Boah, drei Unsichtbare. So geht das. Der ist schon tot, der ist schon tot, Jungs. Oder warte. Der ist auch tot, der blutet aus. Ja. Übrigens sehr praktisch, nach seiner Klasse andere zu heilen. Als Feldsanitäter, weil man dafür auch Geld kriegt. Wie? Du kriegst Geld dafür, wenn du andere heilst. Wenn du dich selbst heilst, kriegst du kein Geld. Okay. Mach jemand noch eine Shotgun. Anscheinend. Ich verstehe das nicht, die haben auf Hitbox von mir kein Bild. Ich hab den vorher noch sabotiert, damit deine zwei Zuschauer rüberkommen. Ja. Ach, bei mir könnt ihr euch jetzt einmal in der Runde immer Muni holen, ne? Nach meinem Rucksack. Ja, oh, in der Runde. Du möchtest, dass wir uns in der Runde um dich rumstellen? Ja. Alle um mich das herum und dann. Ist wieder klar. Müssen wir dich anklicken dafür? Ja. Klick. Müssen wir dein Popo dafür anklicken? Adware. So, ich starte einfach mal den Stream hier nochmal neu. Aus. Ich bleib bei. Wollen wir uns verbarrikadieren jetzt? Ich geh weg. Nicht hier! Nicht hier! Du solltest dir Gameplay mal Rüstung. Ah, okay. Hat er. Ja, hier gehen wir mit zu dem Patriarchen. Moment, wo will ich überhaupt hin? Ich folge dem Heiligen. Ich wollte eigentlich vorne auf den Raum. Ich folge dir mal hier. Ah, hier wollte ich hin, genau. Kannst du mich mal kurz heilen? Nö. Oh. Na, jetzt will ich nicht. Jetzt will ich nicht mehr. Wo seid ihr denn? Munition! Wo seid ihr, Alter? Ich seh euch nicht. Da Munition! Da liegt ein Gewehr. Ah, Kettensäge kommt. Leck mich doch. Ruf dir den, was du suchst. Verreck!
Ecke! Oh. Mein Gott, Jordel! Ich will einfach Spoof, Alter, und schieß drauf. Wow, da kommt ja einfach aus dem MG. Zack, oder boah, mit einer Kugel den Kopf verlangt. Dann hast du zum ersten Mal mit einer Kugel den Kopf getroffen. Ja. Weil die Kleinen, die brauchen alle eine Kugel. Selbst die mit den Schwertern an den Händen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, brauchen auch nur eine. Wenn du genau triffst. Schwerterhände-Zombies. Schlitzer. Ich hab vorhin übrigens noch Dr. Who die Weihnachtsfolge gesehen. Du bist aber bedeutend früher schon ausgestiegen, ne? Alter, wo ist der Ecke? Weil wir haben vorhin die Folge mit der Mumie geguckt. Ja, es fehlt noch dunkles Wasser und die Folge danach irgendwie, die hatte ich auch schon gesehen. Mir ist die Mumie erst letztens eingefallen. Und dann habe ich gerade die Weihnachtsfolge geguckt, die hat mir noch gefehlt. War gut. Zu spät. Feuertyp hier. Boah, ganz viele in der Mitte. Oh, ich hab's gerade am Boah, ich muss doch was sagen. Ja, jetzt geht's auch nicht drauf. Ich hab den Stream nochmal neu gestartet. Ah, scheiße. Dann ist alles okay. Oh, von wo? Wieder Unsichtbare. Ist das nicht Kommando? Oder Support? Wer? Oh. Er ist Kommando. Ich bin Kommando. Du kannst da Unsichtbare sehen. Aber er ist auf Level 1. Ja, aber... Er ist Level 1. Ich sehe die aber immer erst, wenn die kurz vor mir sind. Ja, 2 Meter. Das macht ziemlich shitty. Level 1. Ach, der Alexander weiß wieder alles. Ja, natürlich. Hier ist Munition. Der hat ja auch einen Notendurchschnitt von 1,8, habe ich gerade gehört. Der hat doch Level 8. 1,7. Und was hast du bekommen für ein Zeugnis? Killing Floor? Ja. Wäre ein nettes Geschenk von den Eltern. Nur bei gutem Zeugnis gibt's Killing Floor. Gibt's auf der Waldorfschule denn überhaupt Zeugnisse? Ja, die werden einem aber nicht als Dokument überreicht, sondern die Lehrer tanzen dann die Noten. Er hat bestimmt 7 SpongeBob von 2 Patricks bekommen auf seiner Tafel. Jo, fliegt nochmal Munition. Da gekauft. Hat jemand noch so 200 Money für mich? Boah, du Oller Schnorrer. Ich hab gerade die Ska gekauft. Ich hab noch 1k. Kannst du haben. Echt? Ich soll nicht alles. Nice, gerne. Okay, 500, 600 hab ich noch. Wem? Okay, okay. Wem? Weil die Bull ab. Mir. Cool. Der nickt. Wem? Der nickt. Achso, der nickt. Auno 94. Leider geht Killing Floor 2 nur mit 6 Leuten und wir sind schon voll besetzt. Ich glaube, das reicht. Ich hatte extra auf meiner Facebook-Seite heute ein paar Mal gefragt, wer mitspielen möchte. Und da hat nur der Game Duplo geantwortet. Was lernt man draus? Facebook liken. Richtig. Was lernt man daraus? Facebook liken. Das habe ich ja immer. Aber weil ihr nie mein Facebook liked, jetzt mal mein Stream, mache ich ja jetzt inzwischen die ganzen YouTube-Videos, die ankündigen. Ich ja, stalke dich. Jetzt mal ohne Witz, Facebook ist außer Mode. Ja, ist es auch. Am besten macht man ein Tumblr-Bild davon, wie mein Stream gerade startet. Oh, hier kannst du nicht mal zumachen, du Kacken. Geil, ich hab meine Mega-Hitbox. Das macht man in der Hitbox automatisch. Hier ist Munition. Boah. Danke. Boah, da ist einer. Zack. Guck mal, zurück in den Gulli. Da war ich lustig, du musst einfach erkennen. Nee. Oh, Nika. Oh. Ich weiß mal, hier die Tür zu. Nee, lass die auf, ist doch zu, wenn da Leute kommen. Nein! Guck mal, Kuchen packen. Mach sie wieder. Oh, der ist. Oh fuck, da ist ein ganz dicker dabei. Ja, Kevlar bist du, nice. Wow, was war das? Granaten? 6,8. Warum verschwendet ihr den Schuss? Weil hier ein Pound ist? Ich werde nicht so viel
Geld habe, dass ich nicht weiß, wohin damit. Da unten kommen welche. Oh, nee, ich suche nicht. Flammenwerfer-Typ. Munition. Ja, ich habe. Emotion? Hast du jetzt Emotion gesagt? Oh oh. Ja, warte mal. Oh, nicht auf die Männer. Damit du stirbst, Jordel. Das war ja klar, Alter. Alles typisch. Ich weiß, nur tote Künstler sind was wert. Das stimmt. Wahrscheinlich wird man unsere ganzen YouTube-Videos und so erst gucken, wenn wir schon längst tot sind. Richtig, und YouTube freut sich, weil das dann niemand auszahlen muss. Doch, das zahlen wir regelmäßig. Denke ich zumindest. Ja, aber nicht mehr, wenn ich tot bin. Ach so, man kann mit YouTube Geld verdienen? Ja, Gameplay, dafür braucht man Zuschauer. Ach so, das YouTube ist das. Oh, da ist nice, ein ganz danke. Großer. Da ist ein ganz großer. Kann ich jetzt Granaten werfen? Hallo Piraten, Noah. Warum geht er immer auf den Da ist eine Kettensäge. Tot. Da war eine Kettensäge. Wieso ist er denn schon tot? Ich hab gerade erst eine Granate geworfen. Jordel, pass mal auf. Ich heile dich gerade schon. Ich hab Granaten geworfen. Ich heile mich selbst. Aber es bringt mir kein Geld, wenn ich selbst heilst. Was ist das denn für eine Logik? Ich hab Granaten geworfen, ich heile mich selbst. Der hat Heilgranaten als Sanität, habe ich auch. Ah, okay. Das ist der blaue Nebel. Da sollte man sich außerdem reinstellen. Kannst du dich mit Crew selbst heilen? Ach so, ich dachte, da hat jemand gekifft und deswegen. Nein. Das wäre auch nicht blau. Braucht jemand noch 200? Ja, wer weiß. Ja, ich bin heißt gerne. Ja blauer Dunst. Ich brauche nur 40. Hinter dir. Ich brauche ein bisschen Geld. Caligula, gib mir auch ein bisschen Geld. Warte, ich kauf's mir erst, dann gebe ich dir das Beste, okay? Kohle ja, oder Kick, Caligula? Presse, Alter. Nee, ich bin einmal so. So, hier nice ist noch ein bisschen Kohle. Face, Alter. Wieso kann ich den nicht weggeben? Ich hab den Sound vom Spielcut drin. Ich hab den extra ausgemacht, damit man das Gequatsche hier besser hört, weil einige im Teamspeak mal leiser, mal lauter sind und dann hört man auch extra. Vorhin kam nur, warum gibt kein Sound? Ja, stimmt, die haben wegen Sound rumgemeckert, nicht wegen Bild. Psst. Warte mal, ich glaube mal gucken. Aber hier im Spiel bringt das, glaube ich, nichts. Da habe ich, glaube ich, alles laut. Oh nein, wie komme ich da runter? Ring. Wo seid ihr denn jetzt alle hingerannt? Ich stehe hier ganz alleine. Wir sind in dem Raum, wo wir immer sind. Folgt dem Licht! Ah, okay, ja, da. Geh in das Licht. Schützt mich, schützt mich. Tür wird angegriffen, ich schmeiß dir. Hier kommen die von rechts schon rein. Ihr könnt doch den Game leben und nicht da daten lassen. Boah, hier kommen sie von überall. Ja, der ist hinter Glas, den kann man nicht töten. Ach, den kann man nicht. Nee, der ist nur Ausstellungsstück. Hier kommen dicke durch, gleich durch die Tür. Da sind zwei Ausstellungsstücke. Oh, oben. Oben kommt welche. Ein Feuertyp, unsichtbare. Oh, und hinter dir ist ein ganz großer. Flashbound. Der steht bestimmt auf dich. Ja. Ich bin nur dich anziehen. Ja. Oh mein Gott. Oh, ich hab nicht. Ich hab den Zombies killed. Oh, du bist gut. Das schafft nur der Game Blamer. Haut ist tot, Kettensägen-Typ. Der Kunde hat Faust sich und hat ihm die ganze Zeit Geld vom Kopf gebrochen. Tot! Ja. No, Scheiße, der kommt jetzt. Voll! Der kommt. Zombies lassen sich nicht kaufen. Wow, gibt mir so Sache. Die Tür, unten sind sie gekommen, Vorsicht. Ja. Wow. Gibt mir so Sache. Haut doch mal ab, hier haut los. Oh, noch ein Town. Kettensägen-Typ von links. Ja, kommt von überall welche. Ja, aber Kettensägen-Typ ist halt wichtig. Ich glaub, der Freund ist. Das Kleinvieh ist immer was anderes. Dickerchen. Dickerchen. Ja, meinst du mit dem, der spuckt? Hast du wohl mal einen Hit für mich? Ja, hab ich. Ja, hier wird wie wegrennen. Ist tot. Das war knapp.
Wir bleiben alle stehen, bis wir tot sind. Ione war auch nicht so gut. Und hier liegen so viele Leichen, dass ich gar nicht weiß, wer. Hey, das war die sechste von sieben Runden. Alle, die auf dem Boden mit dem Gesicht da unten liegen, sind tot. Ja, aber es ist. Oh, Flammenwerfer. Hey, die Runde lief doch ganz gut. Richtig, keiner tot. Ja, und wir sind auch nicht gerade schwer verwundet. Ich habe gerade mal 24 Rüstung verloren. Das ist aber auch, weil ich die Zombies bestochen habe mit Geld. Ja. Die brauchen gar kein Geld. Die sind shoppen gegangen. Der gute deutsche Organhandel hat wieder zugeschlagen. Die deutsche Organmafia. Die haben einen noch Shopping Queen gemacht. Die kam wie Katrin. Haha, shut up and take my money, fucking Zombie. Schön. Braucht noch irgendwer Heilung? Da habe ich so ein paar Cent Geld noch generiert. Pascal, hol dir bitte Rüstung. Ich kann mir nicht mehr Rüstung und kein Geld. Hier. Komm mal, guter Abonnent. Ja. Jetzt noch die Spendentaste drücken und alles ist gut. Mir liegt eine Nahkampfwaffe. Nein, jetzt. Du hast mir ja was geschickt. Ja. Ich bin übrigens ein Level aufgestiegen. Hallo, Iri der Irre. Iri der Irre. Iri der Irre. Wollen wir hier oben bleiben oder wo wollen wir hin? Nein. Also ich bin ich lieber unten. Was sagt denn der Alex? Lieber oben oder unten, Alex? Hier lag noch. Jetzt sind wir eher im Arsch. Hier unten. Ja, der große Raum. Jetzt sehe ich, Caligula sagt hier unten. Und kommt dieser große Raum. Und wir sind eigentlich schon tot. Brauche ich jemanden ein Sturmgewehr? Hier liegt eins. Nein, wir sind doch in der Zukunft, also können wir ja noch nicht tot sein. Genau. Wir leben ja dann wieder. Kettensäge. Hey, heimlich. Hier kommen auch Dickerchen. Boah, da holt der aus, der. Tot! Boah, das ging aber gut. Digga, du bist tot, Alter. Boah, ey. Hat jemand hinter dir? Das, das Spiel ist so geil geworden. Also, Killing Floor 1 war ja schon geil, Alter. Aber. Ja, die Splatter-Physik 2.0 ist gut geworden. Haben sie auch extra nochmal angekündigt. Ja, die haben gesagt, bester Goal-Pick ever. Ja. Und mit dem Blut haben sie nicht gelogen. Das hat doch, glaube ich, die meiste Entwicklungszeit gekostet. Ja, ja, ich sehe mal, das ist doch echt aufwendig, so viel Blut. Richtig, das sieht ja auch richtig gut aus. Hm, Mann. Also echt gut. Das Blut allein hat 8 Filter. Als auch. Ich hab noch nie so schön geblutet. Also so schön reflektierendes Blut gab es echt schon lange nicht mehr. Ja. Früher haben die Leute mal gesagt, boah, geiles Wasser, jetzt sagt man nur noch geiles Blut. Boah, da kommt so ein Fetter. Oh, Pound. Pound. Kettensäge und Fettsack. Oh, scheiße. Hier, hinter euch. Alter, ihr werdet verliebt hier. Pass auf. Ich bin mal runtergehüpft. Es gibt 2 Pounds übrigens. Gerade. Geh weg. Wow. Ich bring euch was mit. Okay. Oh, da kommen noch welche. Ich hab Granaten geworfen. Es schnuppert. Meine Heilgranaten bringen nichts gerade. Ehrlich? Oh, ich schieß einfach nur in die Menge, ey. Was ist da los? Das mach ich schon die ganze Zeit so. Du kannst doch gar nichts anderes machen, ey. Ja, du musst schon versuchen, die Köpfe wegzuknallen. Ja, das ist schon logisch, aber manchmal geht's halt nicht so einfach. Ja. Ich hab keine Kanaten mehr. Brauch hier. Hier bin ich hier. Warte, ich wechsle auf. Oh, das war's schon, dann kommt jetzt die Bosswelle. Oh Gott, ich kann alles ausgehen. Also jetzt doch, werden wir alle sterben. Ah nein. Nee, wir müssen alle in den Raum, wo der Höhenunterschied ist. Wir müssen uns alle Flammen verkaufen. Nein, müssen wir nicht. Ja, den nee, wir sterben ja nicht, wir haben ein Leben dabei. Das reicht ja. Ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen sollte. Ach doch, ist schon ein guter Verlass. Geld,
Spawn gehen oder zum Aufzug. Oh. Danke. Wir haben einfach noch null Geld. Schaden angeblich, gell? Geld liegt hier noch. Alex, geh mal vor, wo wir hin wollen. Geld brauche ich. Ich kaufe mir jetzt den Ausreiter zum ersten Mal. Ja, kennst den Weg selbst nicht, ne? Warum habe ich überhaupt eingeladen? Nein, hier kann man den gut. Jetzt haben die schon wieder einen Blacks. Wie hier runter? 20 Sekunden, wir sollten uns. Oh Gott! Lass ja, was schauen, machst du denn, Gameplay? Ja, hier unten. Ja, komm doch. Na, wo wollt ihr nur alle hin? Alle, der ist hinterher. Alle, der ist hinterher. Der Alexandra. Den Raum kann man gut nehmen. Findest du? Ja, finde ich. Wo okay. Seid ihr denn jetzt? Ich hab mir den Ausweiter gekauft. Alle hier. Ach, in den du Scheiße. Alter, wir treten nicht ab. Er wird mich killen, Leute, ich hab den Livestream auf Hitbox wieder. Ich spiele heute nur Killing Floor, also Iri. Der Drum also, jetzt ist ganz schlecht nicht mitzuspielen, Gameblamer. Ja. Wir brauchen jetzt wirklich die volle Feuerpower. Helf mir! Ja, was läufst du denn dahin? Komm doch zurück! Zurückkommen! Weil ich mir das kaufen musste. Oh mein Gott, Caligula! Komm zu uns, Caligula! Du kannst sie nicht mehr kaufen! Da liegt ein Katana. Wir sind in zwischen DNA-Storage. Ja, siehst du. Da ist er. Der kommt jetzt raus. Der geht direkt zum Gameblamer. Der will ich wohl raus aus dem Gaszimmer. Und aufpassen mit den Granaten. Ich bin schon weg. Bist du gut oder weg? Ich bin weg. Alter Scheiße. Der ist fast tot, Ja, das ist Quatsch hier zu kämpfen. Er ist fast tot. Lass euch nicht mehr hier. Ihr müsst einfach. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht mehr. Da unten. Der wird sich versuchen, an irgendwem aufzuladen. Ah, ja, ja, mir. Und meine Waffe ist unsichtbar. Auch nice. Monster kommen hier bei mir, Vorsicht! Geht einfach permanent auf ihn. Scheiß auf die Pisten. Nein. Vorsicht, hier ist ihr unsichtbar. Müsst Distanz ihm halten, halt Distanz. Ah, oh, weg hier. Weggehen. Wenn er jetzt euch springt, geht weg. Habt dich doch mal geheilt. Renn weg. Scheiße, ich weiß. Pass auf, jetzt halt das. Ihr könnt euch mit Q auch selbst heilen. Jedenfalls ein bisschen. Er hat es geschafft. Der hängt im Zwischengang. Oh, er kommt. Der hängt an mir. Ach, scheiße, er ist gespielt. Boss, Granaten. Oh, scheiße. Alter. Ich bin tot. Ich muss mal kurz weg. Wie? Nein, nicht so. Ich muss hier aufbauen, sonst bin ich tot. Ich bin mal kurz weg. Macht mal weiter, ne? Scheiße, er ist hinter mir. Ja, ich sterbe. Ich sterbe alle. Alter, die teleportieren mich hier durch die Gegend. Will nicht sterben. Ja, bin noch zu jung. Wir müssen hier weg. Ach nee. Nein, ich meine ganz weg von dieser Location. Ganz weit weg. Ja, aber zusammen, ihr rennt gerade ganz schön auseinander. Oh, ich renn mal da in die Richtung. Alter Scheiße. Jodelpower. Jodel. Achso. Jodel. Der Schätzer, wenn er sich aufhält, kann der keinen Schaden kassieren. Angeblich. Meine Fresse, ist der schnell. Wow. Oh fuck, das war blöd. Ja. Komm, ihr schafft das. Wir gehen mal los. Aus dem Weg. Das ist ja das größte Problem jetzt. Okay, hey, ich bin tot. Ja. Jodelpower ist noch da. Und Alexander. Ja. Alexander macht das ja allein. Genau. Ich hab keine Level 8. Bin gleich tot. Versuch dich zu finden, dann heile ich dich. Nein, konzentrier dich auf dich. Bin wirklich gleich tot. Ich glaub, der schafft's. Der steht gerade unten in der Kryo-Kammer noch, ne? Stand der gerade. Vorsicht, du läufst ihm entgegen, wenn er da lang ist. Ja. Da kommt der. Gas. Oder die Menge Munition. Ganz unten geradeaus. Er hielt sich an dir, pass auf. Jodel ist tot.
Oh nee, du hast das schlechteste Sturmgewehr. Ja, ich weiß, aber ich... Hast du nicht Shotgun-Munition noch? Ja, aber nur die Double Barrel, die ist ja nicht wirklich... Better Damage. Richtig, das Spiel ist viel weniger brutal, als ich dachte. Wurde bei mir im Chat. Das ist ja überhaupt nicht brutal. Ich finde auch, eigentlich ist hier überhaupt kein Blut. Nee, ich man muss sich da Blut einfach nur wegdenken. Ich dachte, man muss hier Ponys züchten und Felder bestellen auch. Und ernten. Und Teletubbies züchten. Du bist ja nur hier, um das deine Saat zu manipulieren. Damit die besser wächst. Verschweißen bringt nichts. Er kommt, er ist hinter dir. 11 Granaten, renn weg. Ach komm, Kopf an Kopf hier. Musst du dich direkt genau. Da hinstellen. Darfst du nicht. Vorsicht, Granaten, Gas! Ja, das ist zu... Der ist OP immer noch. Du kannst ihn doch einfach anspucken, dann fällt er bestimmt um. Jetzt habe ich wieder Muni, so ein Scheiß. Verbalkert die dich! Kann ich, das bringt nichts. Der schlägt die Tür sofort auf. Echt? Ja. Du kannst natürlich auch ein Wettrennen mit ihm machen, vielleicht fällt er irgendwann um, weil er keine Kondition hat. Oh mein Gott. Boah, hast du ein Schwein gehackst? Nee, nur Hase am Leben. Nee, der nutzt jetzt jeden Höhenunterschied, um den backen zu lassen. Du schaffst das. Alex. Gibt es Fallschaden? Nein! Jetzt bist du tot. Ich konnte mich heilen. Er sich auch. Er ist jetzt full life wieder. Da unten ist Rüstung, oder? Nein. Nee, Muni. Tot. Ich hab noch 8! Ja. Mann, echt, Alex. Wir haben uns. Ey, alle haben wirklich geglaubt, du machst das Ding jetzt. Du hast wie immer. Ne? Hast immer versagt. Boah, echt, ey. An deiner Stelle würde ich jetzt mich echt schämen. Ich setz mich in die Ecke. Sonst ist es ja immer der Gameblamer, aber der hat heute mal alle Themen. Auf den Aussitzstuhl. Auch wenn Gameblamer der erste war, der tot war. Ja, das war ja nur, weil ich die Bühne frei machen wollte. Genau. Ah, damn. Warum sind denn zwei Leute weg? Die laden ich noch. Jetzt auch. Oder? Ach, du gehst jetzt also, Caligula schon, warum? Weil ich ins Bett muss. Was? Nein, ich gehe freiwillig. Was? Um die Zeit schon ins Bett? Ich hab morgen Klausur. Caligula muss sich entscheiden, ne? Bildung oder Zombies töten? Es gibt nur eine richtige Antwort. Gebildete Zombies. Ja, gebildete Zombies töten. Zombie töten ist immer wichtiger. Also theoretisch haben wir einen Platz frei. Ich könnte jetzt noch einen 10er Support einladen, aber... Mach das, also auf jeden Fall ciao. Gute Nacht. Tschüss. Bis demnächst. Ja, der eine ist, der Gamer Duplo ist sehr laut im TS, aber ich stelle immer ein bisschen leiser. Hat nichts mit dir zu tun, Gamer. Nö. Alles ist halt gut. Immer so bei den kratzt, einen. Kratzt ein bisschen manchmal. Ja, es kratzt im Hals, wenn er schreit, bei mir. So, getan. Solange du keinen Penis im Hals hast, ist da alle Dude. Ja, warten wir jetzt noch auf einen Spieler? Ja, ne? Ja, der kommt, der ist unterwegs. Kann er dir überhaupt joinen? Ja, ne? Ja. Kami Katrin hat den Tipp, Hitbox einfach über die App zu gucken. Auf dem Handy, iPad oder einer anderen Android-Device. Da soll das ganz gut laufen, der Stream. Pascal, einer aus deinem Chat möchte auch gerne mitspielen. Ja, aber wenn jetzt schon vom Alex der kommt, dann... Ja, warte, ich kann rausgehen. Ist ja kein Problem. Ja, na gut, ja, wenn du gehen willst. Kannst du ruhig sagen, wenn du uns nicht leiden kannst, ne? Der Jolle. Nein, aber ich habe ja die letzten Male schon mitgespielt. Der Jolle weiß, dass er uns nicht mag. Das musst du nicht nochmal sagen. Halt die Fresse. Herzchen. Los, verpiss dich. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich gegen einen gewissen Herrn Baum letztens Street Fighter Online gespielt habe und sein Joypad komischerweise kaputt war? Er hat gar kein Joypad, nein. Ist der Gag. Der erste Satz nach der ersten verlorenen Runde war, das Joypad ist kaputt.
Ist Mace dein weiterer oder war Mace von letztem Mal irgendwie noch? Ja, beides. So, dann holen wir mal Mace runter. Hallo Mace. Hallo. Wir haben dich runtergeholt. Hast du gemerkt? Oh, Level 10 ja. Unterstützer. Hast du überhaupt ein Leben? Ja. Der hat bestimmt nur 3 Runden gespielt. Aber dann wahrscheinlich gewonnen. Mal, ne? Hallo die Oma aus One Light Night, glaube ich. Oh, warte mal. Ich glaube, ihr habt wieder ein Echo durch mich, oder? Ganz kurz hatte ich eins drin vorhin. Es ging aber. Ja, nee, es kommt wieder. Ah, jetzt soll es wieder gehen. Das ist doch Echo. Und ja, zudem, ich habe ein Leben. Ich spiele halt nur Hard Mode. Da kriegt man 11 XP pro Kill. Ich spiele woanders. Ja, wir hatten ja auch gerade. Ja. Wir wollen jetzt auch auf Hard umstellen, auf Suizid wahrscheinlich, ne? Proof? Hm? Ich kann gerade nichts umstellen, müsste man nochmal eine Gruppe aufmachen. Oh, lass bloß auf normal, ey. Also, wir haben nur einen Platz frei. Wen haben wir denn gerade, der noch so Killing Floor spielt bei mir in der Friendlist? Also Auno94 aus meinem Chat würde gern mitspielen, aber den habe ich weder in meiner Steam-Liste noch. Das hat sonst er bei mir auch reingeschrieben, glaube ich. Ach so. Ja, den meinte ich auch. Ja, Auno94 würde gern mitspielen, den kenne ich von Twitter. Wir haben wegen dem Webvideopreis ein bisschen getwittert. Das hört sich irgendwie schwul an. Nein, ich habe schwul als Beleidigung genommen, das wollte ich nicht, tut mir leid. Ich kriege es immer wieder gesagt. Du meinst sexuell verwirrt. Das hörst du, als wenn ihr euch beide mehr als lieb habt. Nur weil wir miteinander tweeten. Twitter miteinander hört sich halt so. Liebesgezwitscher. Wir haben genau. Aber gar keine 22 Uhr, Jungs. Aber bald. Richtig, und morgen ab 12 ist dann der Stream bei mir auch verfügbar auf YouTube. Damit den auch noch die Kinder gucken können. Warum Buddies habe ich auch gesehen, aber sind beide Zombies. Da verliebt sich keine Frau in Zombie. Aber er ist ganz lustig. Der hat seine Momente. Irgendwie habe ich jetzt bei mir die Konsole aufgemacht. Shift-Ö, da geht die Konsole auf. Naja, jetzt kommen die bösen Konsolenbefehle gleich. Na, die helfen Power bei ihm. Gott. Nee, einfach nur Ö. Da geht die Konsole auf. Bei F3 geht eine kleine Konsole auf. Also warten wir es gerade noch auf jemanden? Oder? Ich glaube. Nein, ich bin kein Sexist-Fro, das weißt du doch. Auno94 fragt gerade, soll er einfach einen adden? Ja, wäre am besten. Add mal Dr. Proof. Nein, am besten mich nicht. Meine Liste ist voll. Nein, Dr. Proof. Ohne Kack, meine Liste ist so voll. Dann kann ich... Ah, jetzt hat er mir eine geschickt. Weil dann hätte ich wieder sagen können, der kommt von dir. Nee, der kommt von dir. warte, er hat mir eine Freund... Wo sind denn die Freundesanfragen hier? Der Freundesliste? Ja, aber ach so, ganz oben. Da. Alter, 4 ist definitiv kein God-Mode. So, Auno, du musst aber auch noch auf den TS kommen, würde ich mal vorschlagen. Da muss ich... Er kann natürlich auch den Voice-Chat vom Spiel mit der besten Qualität ever benutzen. Er braucht die TS-IP. Wie war die nochmal? ts3.drproof.de. Ach so, doch so kompliziert. Und das Passwort? Brohome. Brohome. Dum 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 dum. Boah, gleich wird der TS hier gestürmt. Dann ist der voll, hatten wir schon mal. Ja. Ja, als ich League of Legends gemacht habe. Da kamen dann plötzlich ganz viele Leute. Ich bin auch der am schnellsten anwachsende. Hat die am schnellsten anwachsende Freundesliste irgendwie in League of Legends plötzlich. Hallo. Hallo, Auno. Oder Auno. Hallo. Oder Philipp. Oder Philippe. Ey, ja, jetzt sagt er mir warum auch immer voll. Sekunde. Du kannst, glaube ich, dem Gameblamer jetzt einfach nachjoinen. Jo, ich habe ihn auch eingeladen. Ah, da ist er. Willkommen in der Hölle.
Ja. Schön, ein Kommando. Boah, schon Level 9. Maxi, der GTA-Stream, der ist schon online auf YouTube. Du hast ihn hochgeladen? Natürlich. Oh Gott. Ach, Moment, nee, der kommt morgen. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte den heute irgendwie schon freigeschaltet, aber der kommt morgen erst. Guck mal, Un hat sogar ein Level. Ja, der kommt Level doch von 9. mir. Nein. Der hat was drauf. Willst du damit sagen, dass meine Abonnenten nichts drauf haben? Und ich komme. Wir müssen ja Stichproben machen. Eins, wer schneller fertig ist. Der Auno, ich und SheeshTube, wir haben uns vorgenommen, eine Gemeinschaftsproduktion zu machen und nächstes Jahr den Webvideopreis zu gewinnen. Ui, toll. Genau. Ich weiß nicht, was ich von solchen Auszeichen halten soll, weil jetzt ja auch viele bei uns aus dem Network wieder für irgendwas nominiert wurden. Ich will einfach nur denken, wozu? Tja, ich hab's nicht geschafft. Und der Uno auch nicht. Und SheeshTube auch nicht. Ja. Ja, aber was geil ist, es gibt ein Paintball-Turnier im Juni, wo wir ein eigenes Team aufstellen dürfen von Allianz Network. Ach echt? Hab ich noch nichts von gehört. Das kann gut sein. Nein, ich weiß nicht, ob das Paintball-Turnier ist. Es gibt nur eins. Im Juni. Wird das von einem YouTuber organisiert? Nein. Also es wird, die Paintball-Liga hat einen YouTube-Kanal. Und das gibt's einmal im Jahr nur. Dann meine ich nämlich wirklich ein anderes Paintball-Ding. Wovon. Also das wird wirklich von der deutschen Paintball-Liga organisiert, mit Trainingsmatchen morgens und ja, ganz viel Videomaterial wird da gemacht. Oh. Und ich bin halt jetzt unter den 30 Leuten, die sich dafür beworben haben, bei uns fürs Team, fürs Fünfer-Team. Und ja, jetzt mal gucken. Vielleicht fahre ich dann dahin, in Frankfurt ist das dann. Und werde dann für Alliance Paintball-Turnier bestreiten. Das wird eine geile Sache. No Saints fragt, ob dir Dragon Age noch Spaß macht. Ja! Ich will Dragon Age auf jeden Fall zu Ende führen. Aber wie gesagt, du kennst mein Video vom Wochenende. Ich mache jetzt im Moment ein bisschen locker. Bis zum 2. Dann geht's aber auch wieder weiter mit Dragon Age. Also ich denke, daher kommt auch die Frage. Und mein Video wird ja auch geklärt haben, warum ich jetzt so ich frohlockt habe die letzten LP-Stunden. Und da so ein Fun dran hatte. Also nicht falsch interpretieren. Hey, Warzone! Habt ihr das letzte Humble Bundle denn euch mal angeguckt? Da war Dragon Age Origins und noch irgendein Dragon Age Origin, glaube ich, war das. Besitzt davon leider schon alles. Ja, aber für war trotzdem ein super geiler Preis, glaube 4 Euro oder sowas. Ja. Hey, yo. Ich hab's mir für 1 Euro gegönnt, weil mir aus der ganzen Liste echt nur noch Dead Space 2 fehlte. Was? Das gab's früher sogar umsonst bei Origin? Nee, ja. Teil 3 gab's umsonst. Nein, nicht Teil 3. Teil 1. Ich hab Teil 3 umsonst bekommen. Ich glaube, es gab alle 3 Kosten. Ach, du hast ihn umsonst bekommen, weil du SimCity gekauft hast, ne? Nein, ja. Also ich hab's, glaube ich, umsonst bekommen, weil ich SimCity gekauft hab. Weil, als Entschädigung, weil, genau, weil SimCity so kacke war. Genau, stimmt, hast recht. Okay. War ja auch fair. Also. Dafür, dass ich SimCity nicht mag, kriege ich ein Spiel, weil ich noch keinmal angemacht habe. Ja, also das sowieso das Schlechteste sein soll. Das Paintball-Turnier, was ich meinte, wird von Aiden gemacht und nicht vom DPL. Nee, das ist was ganz anderes dann. Weil die. Jetzt, aber ich muss da noch überlegen, weil es wurde nochmal gefragt, ob wir uns körperlich dazu fit fühlen. Und körperlich fühle ich mich eigentlich zu gar nichts fit, nicht mal zum Treppensteigen. Und deshalb überlege ich, ob ich bis Juni da überhaupt fit sein könnte für. Ich erinnere mich gerade an eine Szene in einem Raum. Ich weiß, wozu du fit bist. Auf jeden Fall. Zum Luftumwandeln im Aggregatzustand. Ja, das kannst du. Kann ich auch richtig gut. Hat es auch gut verstärkt. Ich habe auch gestern Nacht noch einen Film über Wale gesehen. Da habe ich mich richtig heimisch gefühlt, wenn die so an die Oberfläche kommen und das Wasser raus.
Blasen aus ihrer Nase. Verbrauchen Sauerstoff. Die machen dieselben Geräusche dabei. Hinter dir, Gamer, du. Ja, dann musst du aber den Arsch zusammenkneifen. Stell dir mal vor, da wird irgendjemand im Haus pöppen und hast so. Oh, hast du hier einen Feind für alles? Ich war jetzt gerade irritiert, weil ich den Unsichtbaren sehen konnte, aber. Ja, unser Kommando. Da wegen mir ist auf den Fall. Ach so. Weil deine Range. Ach so, geil. Also Katrin sagt, das ist nichts anderes, das ist dieses Paintball-Turnier. Oh mein Gott, das ist richtig verstehen, was du da schreibst. Woher weiß das Katrin denn? Ja, weil die mit Aiden befreundet ist. Das kann gut sein, aber letztes Jahr war es wohl so, dass es halt nur ein. Also viele generelle, also richtige Teams gab und nur ein YouTuber-Team. Und dieses Jahr wird es halt so sein, dass es mehrere YouTuber-Teams wohl gibt. Deshalb dürfen wir nämlich als Network selbst einstellen. Ich glaube, Bram ist unser Anführer. Obwohl, wenn der körperlich fit ist, dann bin ich das auch. Sie schreibt, es ist das gleiche Event. Es wurde von IDIN ins Leben gerufen, zusammen mit der DPL. Ja, dann kann das gut sein. Wie gesagt, ich muss da nur hingehen und ich kriege ein T-Shirt, was das Wichtigste ist, mit meinem Namen drauf. Ja, also ich habe ja die Bilder vom letzten Jahr gesehen, also du solltest dir mehr als ein T-Shirt anziehen, wenn du die Paintball-Kugeln überleben willst. Ja, das schon. Da waren nämlich die Paintball-Mücken, die haben ganz schön zugestochen. Oh ja. Weil ich weiß, letztes Jahr, Katrin, ne, da hatte sie mich nämlich gefragt, ob ich mitmachen möchte, aber ich hatte da, glaube ich, wieder Schule oder irgendwas. Und dann konnte ich wieder nicht. Da hat sie, glaube ich, den Bandit mitgenommen von der Putitang-Gang ES3. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja, das Video vom letzten Jahr ging ja nicht sehr viral. Deshalb laden die dieses Jahr wahrscheinlich auch ein paar Größe rein und haben sich da dran getraut. Obwohl das sehr gut gemacht war letztes Jahr. Wir haben uns das ja angesehen am Wochenende bei EA, wo wir schon mal da rumgelungert haben. Ja, sie hat ja letztes Jahr halt mitgemacht und auch der Jan Winter, der hat glaube ich auch mitgemacht von 61 Minuten Sex und so weiter. War ja, in dem Video drin. Der Jaja war mit dabei. Genau, der Jaja, oh, cool. Ich liebe ja Jaja. Ja, ja. Oh mein Gott, manchmal kann man den so viel ärgern damit. Beim Webvideopreis, da bin ich zu dem hingegangen, ich so, bei hör mal, ja, ja. Irgendwie, immer wenn ich dich sehe, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Also, wieso das denn? Ja, weiß ich, spiele ja Tropico 5. Und da habe ich so Leute wie dich. Naja, die arbeiten auch schon von dem Feld. Gibt ja auch gewählte Leute auf der Insel, die im Pool sauber machen. Er weiß ja, dass ich das lustig meine. Von daher war das. Natürlich weiß er das. Oh, hallo Glitzereisbär, schaut auch wieder zu. Und herzlichen Glückwunsch übrigens zu deinem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, bestandenen Test. Ne? Ich habe das Instagram-Foto gesehen. Boah, stalkst deinen Abonnenten? Ich kümmere mich um meine Community. Stalking ist kein Kümmern. Wenn du nachts da vom Fenster wieder klebst bei denen. Stream einschalten. Du hast dich nicht richtig zugedeckt. Komm, ich helf dir. Ich helf dir, ich deck dir die Decke drüber mit meinem Penis. Er ist wie ein kleiner Kran. Nein, Blitzer ist der Partner. Bist du aber gelinkig. Den Megamonchi. Achso, kleiner Hinweis, geht nicht zu nah an die Husks, an die Feuerteufel. Weil, wenn die auf den Boden hauen, ne, da gehen die sich selbst in die Luft und das macht extrem Schaden. Genau, ja, schreibt die Katrin gerade, war auch in ihrem Team. Kennt keine Katrin. Oder ist das die Blonde? Ja, klar, kann ich Katrin. Ja, da habe ich schon mal was gesehen, glaube ich. Okay. Ich kann mir ja keinen Namen merken.
auch beim TS gleich die Marken, die Namen auch erst nach einem halben Jahr oder so, weil vorher ist da echt keine Chance. Vorletztes Jahr war sie nominiert beim Webvideopreis mit Inboxing Sheldon. Hallo Snoff. Ne, Katrin, das war vorletztes Jahr, ne? Ich meine ja. Dass der Gamer Duplo will ein bisschen Heilung haben. Ich will auch Heilung. Ich arbeite dran. Och, Megaman Monchi hat Spätschicht, deswegen kann er nicht zugucken. Achso, er hat jetzt Feierabend. Ah, okay. Dann kommt er gleich. Bestimmt. Guckt oh, da hat mir irgendwas... Ich muss den Chat mal anders einblenden für mich, sonst kann ich da nicht lesen. Wo ist da der tötende Flur? Der tötende Flur? EA ist auch kein guter Verein, aber die haben uns, wie gesagt, den Tagungsraum von sich zur Verfügung gestellt für unser Netzwerktreffen. Und wenn was umsonst ist, warum nicht? Dafür mussten wir nur 45 Minuten eine Präsentation von EA sehen. Ach komm, die Leute von EA sind gar nicht so schlimm. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Ich finde vor allem, es war ja erstmal sympathisch, dass sie angefangen haben. Wir wissen ja, wir haben keinen so guten Ruf. Und dann ist schon so Lachen im Raum. Und dann hat sich das halt auch wieder bestätigt. Im Nachhinein. Guck mal, Alexander hat uns hier mal ein bisschen eingeschweißt. Ist auch nett. Da hat sich irgendjemand nicht geduscht, hat sich wohl gedacht. Und dann... Jetzt machst du die Tür auf. Ja, jetzt soll er Gegner kommen. Vor allem, die haben ja zurzeit sehr starke Probleme bei ihrem komischen FIFA Online. Ich spiele eh nur Pro Evo. Ja, das ist ja was ganz anderes, also mit dem FIFA. Ich habe da keine Ahnung, wie das insgesamt funktioniert. Aber du kannst da wohl Coins kaufen, bis zum geht nichts mehr und da eintragen. Das wollen die eigentlich gar nicht, weil das dann einfach eine Bevorteilung ist von manchen Spielern. Das kannst du im Store selbst nicht, aber über China farmen oder was auch immer. Da waren die halt dran und haben gesagt, es geht alles über Kreditkartenbetrug und so weiter. Aus solchen Stores überwiegend und das sollte man halt nicht machen. Und dann ging das halt los, weil da saßen ja auch ein paar FIFA-Leute bei uns. Da haben die sich so ein bisschen gefetzt im Raum. Ja, gefetzt ist nicht, aber es war eine sehr angeregte Diskussion. Passiert gegen den Strich? Was? Wird geschrieben. Ich weiß nicht, ich hatte ja gestern noch Bart. Also ich habe mich gestern nicht rasiert gehabt beim Stream. Oh, hier ist ein großer. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle gerade seid. Ach, ich darf hier genügend und genügend da war die Gegend. Oh, der hat jetzt die Waffe getauscht. Ach so, da ist gar keine Flashlight drauf. Ah, das ist natürlich doof. Auf zur Enterin. Dum dum dum. Erstes Mal Gameplay mal live. Bis jetzt nur auf YouTube One Piece Pirate Warriors 3 gesehen. Ah, ein Anime-Fan. Herzlich willkommen, Lord Pilzchen. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass ich da jetzt One Piece Lust, Pirate Warriors streame. Oder? Auch sehr Kohle? Ja, nächstes Jahr wird schon geil mit Warhammer, aber man muss echt schauen. Es dauert noch so lange. Ich freue mich erstmal auf die ersten 10. Ich hoffe, ich kann vielleicht mit etwas Glück nach England direkt zu den Entwicklern, aber da weiß ich halt auch nichts. Ich habe erstmal dem Pressetypen da zurückgeschrieben. Aber wenn er sagt, nee, das müsste morgen oder sowas sein, kann ich natürlich nicht. Das muss natürlich irgendwo so im Rahmen sein. Und bezahlbar. So, dass die mir am besten da ein Hotel besorgen. Unterkunft muss drin sein. Warum siehst du eigentlich aus wie Captain Nemo? Ich bin nicht Captain Nemo. Das sieht aber so aus. Ich bin ein Pastor, ich habe ein Kreuz. Das hebt mich ab von Captain Nemo.
Und es wäre, glaube ich, Captain Iglo. Das sah jetzt gerade so aus, wie er mir entgegengekommen ist. Boah, das ist hier die beschissenste Position für die Welle. Warum so sehen wir die doch von weitem kommen? Die fallen hier alle von der Decke, das ist das Problem. Ja, ist doch das schön. Das macht das Ganze doch erst spannend. Und dann kommt der Raketentyp, der da oben einfach sitzen bleibt. Richtig. Ja, warum setzt Alex sich hier nicht durch? Könnt ihr einfach mal sagen, ihr Penner geht woanders hin. Ja, Alex ist ja einfach direkt weggerannt am Anfang. Ja, der macht's halt richtig. Wenn das Team scheiße ist, einfach weggehen, alleine machen. Alle dem Achter hinterher, obwohl der Trainer da steht. Kälzenzeige. Oh, cool, die gehen aber alle fein mit dem Metalldetektor. Also, wir nehmen ihn. Gleich mal. Ja, aber. Wow. Jetzt ist aber hier. Scheiße! So. Kill einer mal die Sirene. Kannst du noch nehmen. Ah nein, Sirenen sind schrecklich. Okay, die waren im ersten Teil noch schrecklicher, aber sie sind immer noch scheiße. Halt die. Boah! Entschuldigung, ich hasse diese Viecher einfach so aufgrund. Macht nix! Ah, oh, jetzt kommt von oben so ein Feuerviech. Kettenzeige. Ja, Kettensäge kommt hier lang. Mann. Eigentlich könnte ich schöne Musik im Hintergrund einspielen. Oh, Kettensäge-Typ! Oh, könntest du? Ja, eigentlich schon. Könntest du aber auch sein lassen. Ach, das mach ich in der Nachbearbeitung, ja, wenn ich halt bei YouTube hochlade. So richtig schöne asiatische Kamelmusik. So, hing-hang, hong-hang, hang-hang. Oh, ein bisschen Bollywood am besten. Oder nee, hier so, Mila kann lachen, wie die Schwalben über Fujiyama. Mila. Vor allem so ein 5-Sekunden-Intro für ein 3-Stunden-Video. Aber das in Dauerschleife, was meinst du, wie geil das ist? Deine Zuschauerzahlen werden explodieren. Das wird dann genauso wie dieses eine He-Man-Video. Kennst du das, wo die ganze Zeit hi ja hi, hi ja. Ja, 5 Stunden. Was, ja. Meine Mama hat gesagt, ich soll ins Bett gehen. Ich sagte, Mama, nur noch ein Video. Wenn es jetzt ganz fies bist, startest du deinen Stream neu. Wieso? Dann ist das Video vorbei! Ja, und dann? Er kann es sich auf eine passende Länge zusammenschneiden. So, okay, wir sind alle hier. Dann ist gut. Dann bin ich auf jeden Fall richtig. Alle in den Raum wechseln! Außer Gameblamer! Ja. Ah, er ist drauf reingefallen. Ja, immer werde ich gedisst, egal wo ich bin. Ich könnte jetzt fies sein, aber nee. Fies sein ist doof. Richtig. Das machen schon die Griechen. Ja, den Epilikopter, den habe ich drauf. Für den Joystick. Blöd von angerotzt. Hä? Huh? Oh, hier, unsichtbar. Oh, komm noch. Kettensägen-Typ.
Also hier so ein Riesenmods. Riesenmods wäre für mich hier die Fettqualle. Das ist ein Pound. Großer gelb-rot leuchtender. Ja, ist aber keine Kettensäge. Das ist ein Flash Pound oder wie auch immer. Flash Pound. Ja. Also wir haben immer nur Pound gesagt, weil es reicht ja eigentlich. Ja. Man weiß, was man ist ja schon unverwechselbar. Ja. Und hier die Hass ist die Feuer schießen, dann sind wir warum auch immer Feuerwehrmänner. Ja, das ist kurz und prägnant. Deine Güte. Ich will Feuerwehrmann werden. Kettensägen Hannes. Bim, 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 bim. Johannes der Täufer. Ah. Ach du Kacke, Danny, das kann ich nicht vorlesen. Gute Nacht, Glitzer-Eisbär. Boah, der ist böse. Ach, hier gibt's auch böse Zombies. Nein, der Kommentar war böse. Um es mir auszudrücken. Ja, ich hab den letzten erwischt. Ich hab den letzten erwischt. Ein Erfolg heute wenigstens. Oh, da hinten liegt noch Munition. Das ist auch ein Erfolg, ja. Jetzt kann ich mir noch die Kalaschnikow holen. Ja. Ah, nee. Ist zu schwer. Irgendwann ist es ein Voll, kein Blut im Stuhl zu haben. Jo. Mein Tipp an alle Kommando für die letzte Runde: Ska und Kalaschnikow. Die Ska kann ich nicht. Dann alles andere verkaufen. Wie kann ich das denn verkaufen? Indem du das bei dir rechts anklickst und verkaufen klickst. Ah. Okay, habe ich gemacht. Und Kalaschnikow. Also ich habe die Bull ab und die Kalaschnikow. Ja. Dann. Und dann. Hallo Celia. Halt in der Endrunde noch die Ska holen. Ich habe genügend Geld dafür. Okay. Das wird kein Problem sein. Hallo Geld. Crazy LP. Oder soll ich sagen Katzi LP? Sir Hacky, ist nicht schlimm, wenn du nichts mehr schreibst. Solange du weiter zuguckst, ist alles gut. Richtig. Und schön auf die Links klicken. Spenden, spenden, spenden. Wenn du keine Kreditkarte hast, guck mal bei deinen Eltern. PayPal geht weit über Tausende von Euros. Kannst oh, hier ist direkt, hier sind 2 Pounds direkt hinten. Ach, ignoriert mich ruhig alle, die kommen auch so. Wo denn? Direkt hier unten kommen die raus. Ach da! Soll ich die Granate reinwerfen einfach? Nö. Boah, geht ruhig beide auf mich, ey. Erster Linie, ne? Boah, die Kalaschnikow verzieht aber ganz schön der. Ja, immer nur kurz. Hallo, Kettensäge. Meine Güte! Weil der braucht schon ein bisschen, bis der am Boden war. Teile verknüllt, den Typen. Alles über Kimmo und Korn. Kimmo. Hat er noch? Ja, habe ich, Tom, der Bock. Habe ich schon zusammen, weil ich habe ein günstiges Angebot gefunden. Ich habe es jetzt nochmal bei Thomann bestellt. Oh, Musik aus Koch. Ja, lustigerweise waren die mal locker 30 Euro billiger als bei Amazon. Obwohl ich weiß, dass Thomann auch bei Amazon seine Produkte verkauft. Da muss ich nicht mehr das Logitech auf dem Kopf haben. Ich weiß, der eine oder andere sagt, Logitech, das Headset ist gut, aber bei mir tut es einfach auf den Ohren weh. Ich fühle mich damit einfach nicht wohl.
Ich muss mal auch eins finden mit einem Kopfbügel, der nicht so auf den Kopf steht. Ja, guck mal, schau dir mal von AKG die an. Von AKG? Ja. Ich schick dir nachher mal einen Link. Da habe ich letztes Mal eins gehabt. Du hast aber auch noch eine aktive Soundkarte im Rechner, ne? Also brauchst du schon. Ja, klar. Ein Kopfhörer, der auch 3,5 Klinke ist. Ja, das ist kein Problem. Ich habe mir hier die. Wie heißt die? Soundblaster. Irgendwas im Stream geholt. Ja, ich schick dir nachher mal. Weil die sind auch halb offen, dann hört man sich auch noch selbst ganz gut sprechen, wenn man die Hörer drauf hat. Ist ja auch recht praktisch. Und die kosten jetzt 89 Euro, sind aber eigentlich ganz gute Dinger. Ja, wo ich habe mir ja auch teure geholt. Warte mal, die sind von Thermaltake irgendwie so. Ja, aber es ist ja auf Gaming ausgerichtet. Du bist ja eigentlich sowas wie ein Studioarbeiter. Du brauchst ja eigentlich eher so Radio. Equip. Ja, stimmt. Und da sind die halt eigentlich her. Also AKG ist eigentlich so ein Ausstatter gewesen für WDR und all so ein Scheiß. Blankgeld. Oh, Geld! Oh. Richtig, no cent. Ich krieg auch 80 Millionen Flyer von Thomann, aber solange die denken, dass der Regenwald abgeholzt werden kann, weiter dafür ist, kann man nichts machen. Es scheint sich anscheinend zu lohnen, jedes Mal so ein fettes Magazin zu schicken, wenn man nur einmal im Jahr da was bestellt. Ich habe immer noch nicht genug Geld für eine Dingens. Alles klar. Ja, danke, jetzt reicht. Jetzt reicht's. Okay. Jetzt. Ja, du musst auch Munition kaufen. Oh, wir müssen letzte. Ja, letzte Welle. Und letzte Welle. Jungs? Oh, hab ich noch. Nein, ich hab die Munition nicht mehr auffüllen können. Oh. Jungs. Hier, wo ich stehe, und dann immer unten die Treppe hochlaufen, oben raus und runter. Und ja. Halt, nicht zu dicht beieinander. Wer sind die Treppe ich? Hier runter. Ach, Mace. Nicht. Nein, nein, nein. Ich ist der Dings da. Der Kommando. Auno, glaube ich mal. Ja. Und nicht zu dicht beieinander. Da ist er. Hast du eigentlich einen Lebensbalken über dir? Siehst du den von der Karte? Ja. Hat mit. Er heilt dich durch, nicht ausschießen, denn es ist kein Schaden. Oh, da sind wieder normale Gegner. Den Sohn hinter dir? Ja, der ist jetzt unten. Der kommt bei euch hoch, würde ich sagen. Achtung, ich kann nichts mehr sehen. Nein, er hat mich. Den kannst du eh nicht kennen, wenn da versucht sich zu heilen. Oh ja, ist wieder an mir. Bitte einmal heilen. Jo. Ja, nee, das. Wie viel hat er denn noch ungefähr? Jetzt hat er nur noch 10% HP. Wow! Ja, aber lustigerweise genau die Karte, die wir schon geschafft haben letztes Mal. hab ich gern gemacht für euch. Gefühlt ist die schwerste Outpost. Nö. Gefühlt Paris. Wie in Paris, ja klar. Paris einfach in einem Hotel. Da kann man die relativ. Ich streame heute bis, weiß ich noch nicht. Die Katrin sagt, die wird dich im Paintball abballern. Wenn man denn gegeneinander antritt, weil es gibt Vorentscheide.
Ach, das schafft die, da bin ich mir sicher. Ich ist ja auch noch nicht sicher, dass ich da gehen werde. Ich hab mich jetzt gerade irgendwie rausgeschmissen. Und mich auch. Nee, ihr seid nicht rausgeschmissen worden. Nee, irgendwie Serverfehler oder so. Ach, vor allem, wir laden lieber neu ein, weil es schon wieder Bionics Lab. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Ich hab gehört Hard Mode. Nein. Nee, dafür sind noch ein paar zu niedrig vom Level, würde ich sagen. Zerki schreibt, wir sind voll Porno. Warum nicht gleich Hölle auf Erden? Gibt nicht mehr XP. Alexander einladen. Ich join Alexander. Ich brauche nur noch 100, 170 Punkte, dann bin ich wieder ein Level höher. So, jetzt habe ich Gameblamer, Alexander und unseren Duplo. Eingeladen. Ach, eingeladen? Wir sind doch im anderen Spiel. Was meinst du, ist am schwersten, Außenposten oder Paris in Flammen? Die Katrin schießt random, ohne Vorentscheid. Ich glaube, dann kommt sie höchstens in die Nachrichten, aber nicht weit im Turnier. Das weiß ich nicht. Heute nur KF2. Ist auch als KF2-Stream angekündigt. Mittwoch spielen wir übrigens Elite. Habe ich gerade so beschlossen. Oh, das alte auf dem C64er? Nein, das neue. Lass doch mal alle zusammen über den C64er-Emulator Agricola spielen. Nee, Cyber Warrior, du musst ja nicht Proof Imperium sagen. Es reicht ja, wenn du das Proof Imperium sagst. Das spart wieder Platz. Jetzt habe ich immer noch nicht gehört, was ist die schwere Karte? Paris in Flammen oder Außenposten? Paris. Gut, dann nehmen wir Paris. Ich finde Paris nicht so schlimm. Oder Movie Business. Jeder hat schon seine eigene Meinung. Oder Sterne wie Staub. Sterne wie Staub, da können wir auch andere Sachen auspacken. Aber ich habe in letzter Zeit so viel X4 gespielt oder 4X, wie auch immer. Nee. Ich glaube, ein Sterne wie Staub-Stream, der müsste auch mindestens 10 Wochen gehen. Nee, das geht wirklich schnell. Kann es irgendwie sein, dass wir in dem falschen Spiel sind? Nee, die Leute nehmen nur nicht die Einladung an. Also ich habe verlassen. Ich bin bei dir. Also Alexander lade ich gerade ein. Ja, der ist das falsche Spiel gejoint oder keine Ahnung, was da war. Und Alexander kann dann wieder Mace einladen und Auno kann ja dem Gameblamer nachjoinen. Boah, alles funktioniert. Ach ja, warte, Auno, du bist eingeladen. So, danke. Bitte. Improfium der erste Improfperium. Und Gametology ist die Religion des Proofperium. Bis dann, Tom. Sieh mal, ich noch die Taste in meinem alten Design. Hat mir mein Arbeitskollege geschenkt mal. Der hat einfach mein Bildmaterial vom Kanal geklaut und hat eine Taste damit drucken lassen. Ich wollte eigentlich auf eine Tasse meinen Penis drucken lassen, aber die war zu klein. Warum kannst du einfach rundum immer wieder bedrucken? Dann lässt du noch in die Tasse rein und wieder rauskommen. Rundum, da muss ich ja eine Frühstückstasse, so eine Frühstücksschüssel. Boah, Heroes. Du meinst, bei Heu 4, boah, schwierig, ob ich da wirklich ein langes Let's Play machen kann. Sir Hecki fragt, wer eigentlich älter ist, ich oder du? Genau, hätte ich gesagt. Danke für die Tasse und hier ist ein Brief von meinem Anwalt. Wegen Urheberrechtsverletzung. Ich bin der Ältere. Sieht man doch. Ja, genau, Sir Hecki, der ist später gekommen. Du kannst auch bei Twitch mal den Kanal von Dr. Proof suchen, also DRPROOF. Da kannst du dir dann mal den Dr. Proof angucken. Ich höre mich nur reifer an. Oh, ich muss ja jetzt online spielen drücken. Ich denke die ganze Zeit, warum kann ich rechts nichts drücken? Da war ja
Er schreibt gerade, dafür hast du aber schöne Haare. Richtig. Hab ich auch. Oder du. Ich habe ja gar keine Haare. Ja, deshalb wäre ja auch lustig. Da kann man doch nur schöne Haare. Du hast schöne Reflexionen. Du hast halt. Du machst den Sonnenblitz. Den Sonnenblitz von Tenshin Han kannst du machen. Einfach in die Sonne drehen. Oh, Matthias ist auch wieder da. Guten Abend, Matthias. Den sehe ich wieder auf der Retro-Börse. Am 15.05. Irgendwann Mitte Mai in Oberhausen. Ja, diesmal kannst du. Ach, hallo, Wodnyumi! Warte, wo in Oberhausen ist die dann? Jetzt haben wir ja auch eine weibliche Zuschauerin mal. Warum kannst du überhaupt zugucken? Du hast doch total schlechtes Internet da, wo du bist. Wahrscheinlich hast du nur den Chat offen. Ach, ich habe den Flyer ja immer griffbereit. Ich mache ja gerne Werbung dafür, weil ich sowas total geil finde. No Saints sagt, der hat auch schöne Haare auf dem Rücken. Am 9.5. ist das im Zentrum Altenberg, Oberhausen, Hansastraße 20, okay. Retrobörse. Okay. Ich halte es mal in den Livestream. Kann man sich ja mal einen Screenshot machen oder so. Nee. Ich weiß, wo das ist. Oh, Crazy LP, wenn du noch lernen musst, dann mach das lieber. Aber sag uns, welches Fach du lernst, dann bringen wir dir das bei im Livestream. Ach, das schaffst du schon, Matthias. Weil ich war da letztes Jahr und ich muss sagen, ich bin mit einer vollen Tasche wieder nach Hause gekommen. Ich habe dann Atari Lynx 2 voll mit Code, weil die Toiletten da so scheiße waren. Immer ohne Müll. Ich habe ein Atari Lynx 2 da mit ein paar Spielen und so weiter, wie neu, mit Schutztasche, allem drum und dran für 60€ gekauft. Crazy LP, sag mal, welches Fach du lernen musst. Biologie, Sexualkunde. Da kann ich auch mal eben noch jemand kommen lassen. Also die Community, ihr habt mir ja einmal eine Pizza geschickt, da könnt ihr mal noch einen draufsetzen und nochmal so andere Sachen schicken. Ich hab dir eine Pizza geschickt. Richtig. Hallo, du kennst doch bestimmt hier in der Gegend auch die ein oder andere die Lady. Die wir können die Hendrix Dude hinschicken. Bis der Hendrix hier ist, ist er schon zu häufig vergewaltigt. Wo ist denn der nächste Beate Use schon? Gute Frage. Ich war noch nie in einem drin. Ah, das ist aber da, wo das Old Daddy war. Wo der Kultkeller ist, da ist ja so ein Erotik-Shop hier und sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt, Erotik World oder so. Wofür die Boah, sehr kreativ. Auch. Lustig ist, dass damals Leute der Pornindustrie total kreativ sind, aber alle, die solche Läden betreiben, sind eigentlich total stumpf. Das heißt dann einfach Porno-Kino. Oder so ein Scheiß. Können sie auch Wichsstube nennen. Richtig, und selbst das wäre kreativer. Wo gehst du heute hin? In die Wichsstube. Geil! Weißt du, was los ist? Hashtag Wichsstube. Am anderen Ende der Karte liegt eine Rüstung. Wir sollten uns das schnell sichern lassen, sonst ist Twitter gleich voll damit. Wir gucken gerade beim Doktor. Also Mathe-Gleichung können wir dir schlecht beibringen. Weil Gleichungen sind ja schwierig darzustellen im Spiel. Was denn für welche? Kurvenkursion, Polynomdivision? Moment. Was soll's und ein Deutschdiktat. Wir können ja dir ein Deutschdiktat diktieren und das nachher kontrollieren. Mein Gott, das hat sogar gereimt. Aber er soll doch gar nicht Philosophie lernen. Ja, aber das Diktat können wir dir gerne diktieren. Er schreibt, er macht einfach ein Protokoll. Oh. Meine Munition ist im Übrigen alle. Ich renn schon. Das Hackeball macht aber ganz schön viel Schaden, ne? Also hier bist du jetzt Berserker? Nee, aber meine Munition ist alle. Du kannst auch mit dem Normalschlag einen Kopf ihn zerplatzen lassen. Mhm. So zu Info. Aber so habe ich. Aber ein Dicker, der kam auf mich zu. Und dann habe ich den, glaube ich, ein oder zweimal nur damit gehauen. Da war der platt. Genau, wir meinen die Gleichung in die Eingeweide der getöteten Gegner. Ich glaube, das haben die Entwickler nicht berücksichtigt. So viel Sandbox ist dann auch nicht hier drin. Oh, da ich jetzt gerade das mit dem Lynx erzählt habe, da habe ich wieder einen wunden Punkt bei Matthias getroffen.
Der hat sich nämlich auch damit geliebäugelt und dann habe ich ihn einfach vor seiner Nase quasi weggekauft. Jetzt ärgert er sich wieder im Chat ein bisschen. Mit was geliebäugelt? So mit dem Atari Lynx 2, den ich ihm vor der Nase dann weggekauft habe. Hätte er gerne gehabt. Als Doktor muss halt nicht alles wissen. Wenn ich aus dem Körper alles rausnehme, irgendwann sind halt Organe alle. Das ist das Maximum Mathematik, was du wissen musst. Alles ist endlich. Richtig. Außer die Wurst, ja zwei. Ja, aber was ist denn mit dem Universum? Es ist ja bewiesen, dass es sich weiter ausdehnt, aber da, wo die Grenze vom Universum ist, da muss ja auch irgendwas dahinter sein. Und selbst wenn es nichts richtig ist, nichts ist ja auch etwas. Das wird aber nicht nichts sein, sondern das werden wir erst sehen können, wenn wir uns schnell das Licht bewegen, weil wir ja eigentlich den Rand des Universums nur sehen, der für uns der Rand ist. Das heißt ja, so gesehen, so weit wie das Licht erst reisen konnte seit der Entstehung des Universums. Und deshalb können wir so weit sehen, aber dahinter wird wahrscheinlich noch mehr sein. Ja, das Universum Nummer 2. Puh, hebt ihr das für Mittwoch auf? Das hatte ich schon als Thema in Elite. Ich weiß, ich war auch dabei. Boah, ich gucke ja immer gern zum Einschlafen auf N24 mit so Stephen Hawking Sachen und sowas, ne? Die finde ich ja total geil. Auf N24 kommt Stephen Hawking? Ja, da erklärt er zum Beispiel, warum Zeitreisen wahrscheinlich, also in die Vergangenheit, niemals möglich sein werden. Da macht er einen Test, richtig geil und richtig. Mit seinem Rollstuhl macht er einen Raketenantrieb und dreht sich so schnell im Kreis. Nee, ist auch. Er hat eine Einladung geschrieben, ne, so von wegen, ja, ich gebe dann und dann eine Party für Zeitreisende. Hat das einlaminiert und ja, weggelegt. Vergraben. So. Ja, weiß ich nicht, wo er jetzt hingelegt hat, hat er da nicht genau erklärt. So, aber wenn jemand wirklich in der Zukunft diese Einladung finden würde und die Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, dann würde er das doch machen und da zu dieser Party kommen. Ich finde, das ist ein sehr guter Beweis. Weil werden wir nicht mit Stephen Hawking auf einer Party sein? Ja, eben, das ist so eine Partybombe. Der tanzt gerne. Und dann ist er nicht mehr selbst zurückgekommen als Zeitreisender. Wo stellen wir mal vor, Let's Dance, Spezialgast Stephen Hawking. Glaub mal, da kommt jeder. 7 Milliarden Leute, Einschaltquote. Wahrscheinlich, ja. Das ist fies. Kommt drauf an. Er hat ja auch Humor. Ich liebe ja seine Lache. Ha ha ha. So authentisch. Der Steven ist doch so ein richtiger Mann vom Volk. Wer lacht da so dreckig? Entschuldigung. Ah, sehr schön. Ah. Warum schließt ihr uns denn hier ein? Ich hab keine Ahnung. Die arbeiten wahrscheinlich mit dem Steve zusammen. Ja, Matthias, dann schlaf gut. Ne? Träum was Schönes, träum von dem Atari Lynx 2. Du wirst ihn nie haben. Na doch, diesmal kaufe ich dir keinen weg. Der Matthias ist übrigens ein ganz netter. Der hat mir eine PC Engine geschenkt und einen Amiga 500. Das sind Spenden, die ich toll finde. Hast du die mal unter, hier, Schwarzlicht gehalten? Unter was? Unter Schwarzlicht. Da hat er noch andere Überraschungen darauf mitgegeben. Und lacht sich so dabei ab. Aha, guck mal, wie er meine alten Geräte berührt. Die wurden noch von ganz anderen Sachen berührt. Nein, sowas macht der Matthias. Sicher? Ja, ganz sicher. Ja, damit hat der Matthias gerechnet, dass du das sagst. Ich habe anständige Abonnenten. Habe ich auch. Der Steven, der hat mir zum Beispiel einen Vibrator geschickt. Da habe ich mich sehr gefreut. Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, okay, die hast du, aber die sind jetzt gerade irgendwie alle schlafen, ne?
Ich finde das eigentlich ganz witzig, so einen Schund zu kriegen. Und ich habe Tee-Kit-Kat von ihm bekommen. Und ein My Little Pony. Also kann man schon eine heiße Nacht machen. Mit. Und ein Kondom war auch dabei. Ja, und so ein Mauspad mit Brüsten. Ich glaube, eine heiße Nacht hättest du auch mit so einem Keykeeper. Nacht von Yumi. Ich glaube, es sind viele wieder aufs Handy gewechselt, deshalb wird der Chat wieder so still. Da liegen jetzt alle im Bett und gucken sich da zum Einschlafen an. Richtig. Wie hier die Köpfe weggeballert werden. Das finde ich auch seltsam, wenn das jemand erzählt. Also ich gucke deine Videos zum Einschlafen. Denke ich immer, das hört sich immer ein bisschen komisch an. Nee, das ist total super, weil das bedeutet, du bist wirklich das Letzte, was der Mensch sieht abends. Das bedeutet, du hast einen besseren Kontakt zu der Person als die Frau. Ja, aber du guckst ja auch Serien zum Einpennen. Ja, das stimmt. Ja, siehst du, dann bist du die Serie zum Einschlafen. Und ich gucke eigentlich auch meine Lieblingsserie zum Einschlafen. Ich bin sowas wie Vampire. Du bist sowas wie Green Arrow. Boah. Nichts gegen ein. Nee, sag ich auch nicht. Die soll echt gut sein. Die wurde nämlich schon von ein paar Leuten empfohlen, dass ich mir die angucken soll. Mhm. Also die ersten zwei Staffeln habe ich auch schon gesehen. Die dritte läuft ja jetzt gerade. Aber was ich nicht... Ich meine, die Serie Flash finde ich ja auch cool. Aber der Hauptdarsteller, der ist ein totaler Fehlgriff. Ja. Also den kann ich irgendwie nicht mit dem Superhelden verbinden. Das ist für mich eine Flasche. Jetzt kommen ja erstmal gute Filme wie Superman vs. Batman. Oh Gott, nein. Batman vs. Superman. Und dann so rum, ist doch egal. Der wird genauso schlecht wie Man of Steel. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ich habe Man of Steel gar nicht gesehen. Zum Glück. Kam der vor oder nach Superman Returns? Ja, oder nach. Oder Superman Returns? Das ist... Das war die große Superman-Hoffnung. Ich finde den Hauptdarsteller von Superman, das ist auch ein Fehlgriff. Der sieht irgendwie auch ziemlich seltsam aus. Die müssten Superman nur eine größere Maske geben, damit das nicht mehr, damit die Tarnung besser ist. Ja, Matthias, der Spruch mit dem Flüssigkeiten auf deinen alten Konsolen, das ist mein Bruder, ja. Also Ben Affleck war bei Daredevil ja eh die größte Scheiße. Aber Ben Affleck ist ja der neue Batman. Ja. Kann nur besser werden. Ja, nein, wisst ihr, wieso Ben Affleck die beste Besetzung ist für Batman? Er weiß halt nach Daredevil, wie es ist, gehasst, allein in seiner Villa zu sitzen. Richtig. Verstehe ich nicht. Hat Ben Affleck überhaupt eine Villa? Hat er jemals was verdient mit seinen Filmen? Ja. Ja, mit Dogma damals. Ja, der musste aber jetzt ja die Rolle abgeben, weil auf Netflix kommt ja jetzt die Serie Daredevil und da hat ja schon wieder jemand anders die Hauptrolle, ne? Das macht er nicht, der Hulk kriegt ja auch jedes Mal eine neue Besetzung. Ja, er sieht ja die Hälfte von den Filmen ja auch immer anders aus. Der hat jetzt gerade angeschlossen. Ja, die Hälfte von den Filmen ist der E-Post-Spieler. Oder Arnold Schwarzenegger spielt ihn. Boah, bin ich doof? Warum treffe ich den denn so schlecht? Ich hab gehört, es kommt auch ein neuer Terminator. Ein Terminator gerne. Ja, aber wenn du den Trailer dazu gesehen hast, wird sich nur noch im Raum erhängen. Aber es kommt auch ein zweiter Film mit Arnold Schwarzenegger und der soll sehr gut sein. Wo er diesen Familienvater spielt. Boah, irgendjemand ist gestorben. Oh, ja, ein Familienvater, das hört sich spannend an. Du bist verrückt. Ja, der knüpft dann auch mit Leonardo DiCaprio rum, lehnt sich über ein Schiff und sagt, ich bin der König der Welt. Du bist mein König. Ich bin der Terminator. Nee, pass auf, der Arnold, ich weiß genau, wie das Drehbuch ist. Der Arnold Schwarzenegger ist auf dem Schiff als Leonardo DiCaprio und der Eisberg.
Und der Eisberg ist gar kein Eisberg, sondern Chuck Norris. Und das Schiff fährt dagegen und zersplittert in 1000 Stücke. Keiner überlebt. Sehr schön. Ja. Chuck Norris in seiner größten Rolle als Eisberg. Sag nichts gegen Chuck Norris. Warum? Das war nicht gegen den. Das spiegelt nur seine Größe wieder. Der Film klingt so schlecht, den muss man sich angucken. Und als Texas Ranger auf dem Eisberg lockt er die Titanic an. In sexy Posen. Aber der ist ja jetzt auch schon ziemlich alt, ne? Über 70. Ist doch egal, der Name zählt. Richtig. Und man kann ja durch Computertechnik den auch nochmal wie 40 aussehen lassen. Also aber schon hart an der Grenze. Ich habe mir jetzt die Tage erstmal wieder Jurassic Park 1 bis 3 angeguckt, um mich schon mal für Jurassic World einzustimmen. Warum hast du dann 1 bis 3 geguckt? Vor allem, weil ja, die Story vom Neuen total losgelöst ist irgendwie. Ja, weil das ist auch schon mal, um die Stimmung wieder ein bisschen anzuheizen. Sehr schön. Damit du im Kino sagen kannst, die Trailer-Musik, das ist sie von den ersten drei Teilen. Und danach alles anders. Ganz ehrlich, das ist eine der wenigen Film-Themes, die sich wirklich bei mir eingebrannt hat. Die Musik von Jurassic Park. Dann du dir lieber nach. Okay, jetzt glaube ich es dir. Weil ich hätte es jetzt nicht auf Anhieb im Kopf gehabt. Weil manchmal denkt man so, dann, ich weiß noch, die Zelda-Musik. Und dann bist du irgendwie Super Mario am Trillern plötzlich. Nee, oder ich habe auch die Techno-Version von der Jurassic Park-Scene habe ich mir auch immer angehört. Richtig geil. Sir Hecke schreibt, Chuck Norris kann doch mal eine Drehtür zuschlagen. Chuck Norris ist nicht 75 geworden, die 75 ist Chuck Norris. Ja, Chuck Norris ist ja auch kein Honig, der spielt. Ach ja, die Chuck Norris wird's wieder gegeben sein. Ein normaler Mensch guckt uns am Bett von Chuck Norris da liegen. Chuck Norris guckt auf die Riesen da liegen. Ja, und der Tod guckt auf Chuck Norris, und das ist wirklich. Boah, eine Warnung, bevor man eine Granate wirft, wenn ich. Nee, gibt keinen Friendly Fire. Nee? Nee, sonst wäre jeder hier ruckzuck tot. Hauen. Und Duplo scheint wieder zu verrecken, einen kleinen Sieg am Boden. Unsichtbare. Hab's aber gesehen. Ach, mir. Durch die Wand. Nee, durch die Wand nicht. Sowas kann ich nur bei Battlefield. Oder bei Counter-Strike. Ja, oder bei Counter-Strike. Ja, auf der Simpsons-Map. Oh, hab ich den Patrick dann damals verarscht. Der ist mir um die ganze Map gefunden, hat mich, gerannt, hat mich nicht gefunden und ich hab dann immer von hinten erschossen. Ach, das war schön. Cheaten ist nie gut. Es kann aber Spaß machen, wenn man es mit dem Richtigen macht. Kommt drauf an. Eigentlich nicht, ne. Cheaten ist immer doof. Nein. Sobald es im Multiplayer ist, ist es halt doch doof. Dafür ja, ist so mir zu viel E-Sporter. Ja, gegen Fremde ist doof. Aber wenn Leute, gegen die man kennt, die kann man nach Strich und Faden verarschen. Ja, ja. Da kann man zum Beispiel auch ein Netpack bei StarCraft benutzen. Und trotzdem verlieren. Ich könnte da gar nicht. Aber schnell. So. Geh zur Händlerin.
Hey, hallo. Manchmal bin ich nett. Ja, den Duplo lässt du immer verrecken. Chuck Norris bekommt bei Praktika 20% auf alles, auch auf Tiernahrung. Der ist alt. Nachtöl Omega. Chuck Norris hat bei Burger King einen Big Mac bestellt und hat ihn bekommen. Das hat bei mir nie geklappt. Ich habe immer, hier in Oberhausen war ich früher ab und zu in der Turbinenhalle feiern. Und damals. Ja, und dann haben wir immer versucht, die zu verarschen. Da ist ja Burger King. Nee, da ist ja McDonald's. Jo. Dann habe ich immer und versucht, Burger dann King gegenüber. Ja, aber früher nicht. Früher war da nur ein McDonald's und dann bin ich immer sturzbesoffen nach der Turbinenhalle da eben. Ich hätte gern einen Big King. Big King gibt's hier nicht. Wir sind McDonald's. Ja, okay, dann hätte ich jetzt gern einen Big King. Das dann wirklich die ganze Zeit. Och, die arme Frau. Oder Mann. Ja, oder Mann. Kann man sich nicht einfach hier in die Ecke stellen? Guck mal, voll safe. Ja, und keine, die auf oben den Kopf runter. Und da aus dem Gulli kommen die auch. Welcher Gulli? Der hier vorne ist. Der vorne. Das ist eine unsichtbare. Unsichtbare von rechts. Jetzt vorne. Jetzt links. Geradeaus. Oben, unten, links, rechts. Das andere rechts. Jetzt habe ich übrigens endlich eine Scar. Gut, Mann. Mit Muni. Geradeaus. Ja, mit Muni. Ich hau den einfach meinen Penis vor den Kopf. Fallen die um vor Lachen. Da haben die Smegma-Vergiftung. Check. Da gab's früher ein Lied von Charlie Lonelois und Mendel Seal. Check the penis. Wer hat mich denn jetzt hier angegriffen? Unsichtbare. Ich glaube, auf den Goodie stellen bringt nichts, da wird man einfach nur weggeschoben. Hier kommst du nicht vor. Verspawnt. Boah, die Scar ist ja richtig gut. Jetzt weiß ich, warum die so teuer ist. Da steht das Geld auf der Qualität. Oh, dummes Flugvieh. Ich meinte Feuerwehrmann. Grisu, nein! Ihr habt die Suche getötet, ihr Schweine! Warum tust du das? Ich habe Frau und Kinder! Hat er nicht nur einen Vater? Ja. Er lebt mit seinem Vater im Vulkan. Ich wollte ja schon sagen, Frau und Kinder. Genau wie bei Jim Knopf hier, der komische. Wie heißt der bei Jim Knopf nochmal? Der Drache bei Jim Knopf? Ja, wie heißt der? Aber das war eine Frau. Nee, ich meine nicht hier Frau Mahlzahn. Da gibt's ja auch den Drachen, der so harmlos ist. Dem sein Vulkan ist ausgegangen. Dem sein Vulkan ist noch ausgegangen. Die wollen sie dann wieder ganz machen. Drache harmlos? Nein. Also Nepomuk ist es nicht. Nepomuk ist bei Hallo Spencer. Weiß da keiner? Boah, die Frage habe ich schon mal in meiner Ausbildung gestellt. Da ist auch keiner drauf gekommen. Und wehe jetzt googeln. Ja, weil wir nicht die Augsburger Puppenkiste haben zu Hause. Mit allen also DVDs manchmal, von allen Folgen. Manchmal lasse ich die Puppen schon ein bisschen tanzen. Für einen Dollar. Was ist denn? Ich bin so weit abseits, hier gibt nicht mal mehr Gegner. Das ist nicht abseits genug. Die Gegner sind Abseitser. Egal wie abseits du bist, ich bin sind ja auch nur noch vier. Egal wie viele Nikos im Chat sind, ich bin Nicorette. Ich hab Nicorette. Scheiße. Selbst so einen blöden Kackwitz, der total unlustig ist, habe ich versaut. Haha. Verdammt, meine Reputation leidet. Hast du es gut daran verkackt? Ja, aber so richtig verkackt. Die hat RTL viel beigebracht.
Ja, die Trovatus, die haben das schon drauf. Die haben ja auch immer sehr komplizierte Fälle. Ja. Sie sind der Mörder. Nein, ich bin es. Das habe ich doch gesagt. Solche Fälle, die eigentlich nur Galileo Mystery lösen könnte. Genau. An sich müssen die Vollfett Cross-Promotion machen immer. Oder Stephen Hawkins. Aber der tanzt ja die meiste Zeit, der hat keine Zeit dazu. So, aber nach der Runde bin ich leider auch offline. Ich schreibe morgen eine Klausur. Oh. In welchem Fach? Englisch. Ach, das bringen wir dir auch locker bei. Ja, du mit deinem Englisch, ey. Also das englische Wort für Penis ist Penis. Ja, das ist schon mal gut. Oder Cock. Oder Dick. Ja. Dick ist dein Dick, Penis dicker so im Englischen. Cock. Dicker Cock. I got a dicken Cock-Penis. Na, jetzt hat er schon mal drei Wörter für ein wichtiges Wort gelernt. Ja, immerhin, damit kann er sich schon mal durch halb Amerika durch. Richtig. Ja, das ist ja richtig. Deswegen ja wichtig. Vielleicht solltest du auch, wenn du eine Frau kennenlernen willst, das Wort Tits und Slut kennen. Und Blow. Blow ist auch wichtig. Und Job. Und go down on your knees ist auch wichtig. Und Doggy. Und Rape. Ja, Rape ist gut. Also Rape heißt ja Hallo auf Englisch, aber es muss man schreien. Du musst halt Augenkontakt suchen und den Gegner, die Frau anschreien im Park. Macht man auch nur nachts. Nachts kommt immer besser. Dann grüßt sie bestimmt zurück. Ah, sehr schön. Ja, die USA ist schon ein lustiges Land. Ich verstehe auch nicht, was du sagst, was. Gute Nacht, der Bonuspool. Der Bonuspool? Nee, der heißt Bonuspool, ist übrigens ein Pound. Ah, weil ja, der hat mich hier. Hier sind zwei Pounds. Warum rennt der nie hinterher? Ah, ich häng fest. Vielleicht geht er ja erst auf die unschuldigen Menschen. Das geht ja gar nicht. Achtung, jetzt kommt ein Compound. Kennt das noch einer früher aus dem WDR-Fernsehen? Achtung, das war ein Pound. Na? Nepomuk stimmt aber, sagt die Katrin. Der heißt tatsächlich Nepomuk, der von Jim Knopf. Ich dachte immer, Nepomuk, das war doch der Miesepeter, den sie immer Nepi nennen. Der möchte nie, dass der Nepi genannt wird von allen. Bei Hallo Spencer, ja. Ich habe nämlich Hallo Spencer früher geguckt, wenn ich besoffen aus dem Rheinberg nach Hause gekommen bin. Und zum Einschlafen kam immer Hallo Spencer. Das war eine schöne Zeit. Ein bisschen was her. Ja, das stimmt. Weil ich wusste gar nicht, auf welchen Kanal Hallo Spencer kommt nachts jetzt noch. WDR. Nee, so weit schalte ich nicht nach hinten. Nee, ich denke jetzt mal, jetzt eher... Bei ZDF Info bleibe ich dann doch stehen. Oder es kam früher dann auf Kika oder so, weil da kommt ja jetzt nur noch Bernd das Brot. Aber Bernd das Brot müsste dann auch mal gerne dauerfrei sein. Auch mal wissen. Herzlich willkommen in der Chill Out Lounge. Das wiederholt sich doch relativ schnell, oder? Ja, eben. Da kann gut bei einschlafen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn man den gleichen Gag häufiger sehen will. Ach, Caligula ist gar nicht mehr da. Der Wampe schaut auch zu. Moin, Wampe. Hallo Wampe.
Der Wampe ist übrigens der, der mir bisher am meisten gespendet hat auf einmal. Ja, die Hitbox-Streamer kennen sich halt untereinander. Ja, der Wampe macht aber erst seit kurzem Hitbox. Ich weiß. Ach, ihr kennt euch? Ich verfolge die meisten Hitbox-Streamer. Alle. Ey, wenn man selber auf Hitbox streamt, ist das normal, ne? Dass man. Aber ganz ehrlich, das finde ich richtig geil an Hitbox. Das ist so, als wenn, wenn du kommst da rein, das ist wie eine kleine Familie. Du kennst ja einfach irgendwie fast alle, die streamen. Ja. Es gibt ja auch nicht viele, oder? Doch. Ja, doch. Aber von den Deutschen kennst du halt die meisten irgendwann. Ja. Jim Panzer, Otnina, Hatzel, um nur drei zu nennen, so aus dem Stegreif, Commander Krieger. Was macht der Jimpanse noch? Der macht Battlefield hauptsächlich. Ja. Aber H1Z1 spielt er mittlerweile auch, oder H1N1? Ja, H1Z1. Und ganz ehrlich, irgendwie kennt jeder den Hatzel oder fast jeder. Den kenne ich nicht. Sag mir auch nix. Aber der Jim, das war letztens so lustig. Da bin ich hier bei uns durch die Stadt gefahren und plötzlich steht der mit seinem Auto da vor mir. Habe ich erstmal ein Foto gemacht, bei Twitter ihm gesendet. Ich so, hör mal, was fährst du durch meine Hood? Hast kein Schutzgeld bezahlt. Wampe, beide. Katrin sagt gerade, Bernd, das Brot sollte ursprünglich ein depressiver Kaktus in Camouflage mit einem Arm nach oben werden. Wäre aber ein bisschen doof geworden für das Kinder. Ist das hier übrigens die beste Position? Ja, ne? Weil jo, wir runterspringen können. Jo. Da hinten kommt er. Ja, Wampen, ich spende mal noch auf Twitch. Das stimmt. Oh, warum schießt der auf mich? Ja, weil du so schöne Haare hast. Das haben wir doch jetzt schon festgestellt. Oh, der kommt hoch. Der hat mit. Och man, warum lässt du dich denn fangen? Weil er direkt vor mir anfängt zu rennen, wie so. Ja. Jo, Vampardina ist klasse. Na komm. Der will mit wieder. Ja, oh, vielleicht stinkt der auch nicht. Ich sehe nichts, alles weiß. Bin runtergehüpft. Nein, nein, nein! Ich glaub, der hat mich. Er hat mich. Auf so ein paar. Hast du eigentlich GTA Online für den PC gekauft, Baneblamer? Gameblamer. Nein, ich hab's ja schon für PlayStation 3 und PlayStation 4. Und das Problem ist, wenn ich jetzt meinen Charakter von PlayStation 4 auf PC übertrage, kann ich den nicht wieder zurück übertragen. Und die meisten, mit denen ich GTA 5 spiele, sind halt PlayStation 4. Das liegt vielleicht daran, dass du auch PlayStation 4 vorher hattest. Ja. Ja, aber da habe ich zu viel Spaß mit dem NAS und so, das möchte ich ungern aufgeben. Ich frag da nur. Für unsere Crew hast du ähnliche Qualifikationen. Wieso denn das wir sind denn? Hauptschule. Ja, wir sind Hauptschule! Wie viel Prozent hat der Gegner noch? Das ist gleich tot. Jetzt ist er tot. Yeah! Wampe schreibt nichts gegen Hauptschule. Ist nicht gegen Hauptschule, wie heißt denn einfach so? Ah, mit H am Ende. Ich habe übrigens gerne den letzten Endgegner besiegt, ne? Das war ich. Das war ich? Das war ich. Nein, das war ich. Das war er hat Selbstmord begangen, weil er von niemandem gekillt wurde. Das war ich? Guck mal, hier ist das Handlager. Ich war ein Gameblamer in der Gegner. Ja. Boah, die Runde endet bei mir nicht. Ich bin immer noch im Spiel drin und kann hier... Ja, es dauert noch. Ich auch. ...in Third Person rumrennen. Ah, jetzt. Oh, ich wollte gerade mit dem Schweißgerät an den Kopf. Ich sehe schon, nee, es kommt heute kein GTA 5 mehr, Matze. Was, es gibt einen anderen Matze? Ja, es ist Matze 281. Vor allem im Übrigen... Ja? Im Übrigen, wer schon mal ein GTA 5 Video von mir geguckt hat, der weiß, dass es nicht gerade erstrebenswert ist, mich in so einem Team zu haben. Ich habe ja die Serie, die Heist Crusher. Da stellen wir uns extra dumm an und versauen jede Heist. Aber nicht die, die wir selber bezahlt haben.
Deshalb spielen wir ja immer nur mit Freunden, die heißt's. Also wenn sollte man auch. Wenn ihr ein Team habt, gibt ihm einfach nur einen Hubschrauber. Das macht so. Ja, ich nenne es dann immer, ich nenne es dann nicht Helikopter, sondern Epilikopter. Und er braucht immer einen dicken Joystick. Also ich würde jetzt aufhören zu streamen, weil ich ja morgen auch wieder arbeiten muss. Du hast ja Schichtdienst. Ja, ich habe morgen Nachtschicht. Ja, haha. Da komme ich schon wieder nach Hause. Aber ich hatte heute Frühschicht und Schule. Haha, da habe ich auch gearbeitet. Ja, ja, hallo, Soccer Dude, wir hören jetzt aber auf. Du kannst den Stream mal angucken. Wie Cyber Warrior. Ich habe den Stream sogar 24 Stunden vorher angekündigt mal. Ja, sollen wir noch die letzte Map machen? Ja, komm, machen wir noch eine. Ich persönlich bin aber raus, da mein Weg um 5 geht. Nein, komm. Doch. Eine Runde geht immer. Ich würde theoretisch vorschlagen, wir machen eine kurze Runde, also nur 4 Runden. 4 Waves, ja, ne? Ja, das kann man machen. Dann würde ich noch mitmachen, also. Dann machen wir eine kurze Runde auf der letzten Karte. Muss leider echt raus. Ich bin schon länger dabei, als ich wollte. So ist das ja immer, wenn etwas gut ist. Mhm. Und danach spiele ich gegen Gamer Duplo Mortal Kombat. Okay, ciao. 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 So, hier, diesen Gameblamer einladen. Ich bin schon drin. Gamer Duplo. Komm, du bist schon Level 3. Jetzt bist du nicht mehr der Obernoob. Auno, soll ich dich auch wieder einladen? Der ist gerade gegangen. Ach so, er wollte gerade gehen. Ach so. Der steckt vor der Hitbox-Party auf der Gamescom dieses Jahr. Aber es fehlt uns natürlich einer. Und der Hase hat irgendwie kein Level bei mir. Darf mal, das ist Duplo. Jetzt hat er lebt noch. Jetzt hat er ein Level. Wird schon schief gehen. Ja, ich habe leider keinen mehr in der Freundesliste, der das hat. Aber mit denen will ich nicht spielen. Hat der Tyson das nicht? Nee, den Tyson habe ich auch nicht auf der Liste. Ich habe den auf der Liste. Aber ich sehe gerade, wir finden keinen Server mit 4. Was? Doch, einfach nur kurz ein bisschen warten. Es wird schon. Warte, Wampe fragt, ist Killing Floor 2 frisch raus? Ja, das ist im Moment sogar noch Early Access. Genau, das wird wie der erste Teil halt erweitert massiv. Nur beim ersten Teil war es wirklich so, dass es nicht durch diesen Early Access kam. Letztendlich. Also da gab es noch keinen Early Access, als der erste Killing Floor Teil auf Steam immer erweitert wurde. Da haben wir 15 Euro für bezahlt damals, ne? Für Killing Floor? Boah, das ist eine gute Frage. Müsste ich mal in meine Liste gucken. Ich meine, das waren früher 15 Euro. Du. 18 Euro. Ja, nee, wir reden jetzt nicht von 2, von 1. Ganz früher. Ja, Wampe. Ich hab doch seit Tagen mache ich dafür Werbung auf meiner Facebook-Seite. Warum hast du es dir nicht schon längst über meinen MMO-Galink gekauft? Gespendet und könntest jetzt mit uns spielen. Ich glaube immer noch im Angebot, ne? Ich glaube bis morgen oder so. Nee, das ist schon wieder weg, das Angebot. Das kostet jetzt wieder 25 Euro. Also kurz, haut nicht hin. Ich habe jetzt schon Servertypen alle gemacht. Wampe, das Problem ist, wenn ich... Ja doch, jetzt haut's hin, weil ich alle Startkarten erlaube. Hey, was war denn das jetzt gerade? Der hat eine Config geladen, weil es ein benutzerdefinierter... Bei mir auch. That would make you the most polite young video game player. Hör, warum bin ich hier alleine drauf? Ich bin jetzt irgendwo. Now I feel kind of bad. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Es ist nicht richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jemand, der einen Game Mode gemacht hat, wo man mehr als 6 Spielern spielen kann. Jetzt bin ich irgendwie wieder rausgegangen. Ja, bin ich auch. Geh auch raus. Wieder dieses Einladen. Immer dieser Stress. Warum bin ich eigentlich zweimal in der Liste?
bumpe das Problem. Mich? Ja. Weiß ich nicht. Also geniales. Wampe, das Problem ist, wenn ich jetzt, ich kann nicht Dr. Proof alleine leiser machen, dann müsste ich den ganzen Teamspeak leiser machen, dann ist aber Gamer Duplo wieder viel zu leise, deswegen, und mich selber kann ich nicht mehr lauter machen, ich bin schon auf Max. Kann mich aber obwohl, lauter machen. Also obwohl Max, doch, ich könnte ein bisschen am Mischpult drehen. Ja, Max, mich muss nur der Alex einladen. So. Matze. Der Alex muss mich einladen, er hat mich eingeladen. Nein, ich rede nicht mit dir, ich rede mit dem Matze aus dem Chat. Okay. Matze aus dem Chat. Ein Stream mit Attila, ja, ist ja immer wieder mal. Und dann habe ich keine Gegner, die gegen mich spielen, außer Caligula. Und den ganzen Abend One vs. One zu spielen in Attila, ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn sich das immer so viele wünschen im Chat. Ich spiele nächstes Mal auch mit. Yippie! So, wird das jetzt hier heute noch was? Ja, ich drücke jetzt mal auf jetzt online spielen. Ich mache auf Standard-Server-Typ. Aber Startkarte habe ich jetzt alle drin, weil vorhin auf Außenposten kam halt überhaupt nichts. Wir verlieren einfach auf dem Server ein paar Mal, dass wir an Außenposten rankommen. Wer ist denn Kromonos und wer ist Frufus? Keine von mir. Anscheinend Kollegen vom Wampe. Das Pizza-Team. Das Pizza-Live-Team. Ich glaube, das Suchen der Server klappt jetzt schon wieder überhaupt nicht. Ist wieder so typisch, ne? Ach, wir machen schnell noch eine kurze Runde. Das ist genau wie, weißt du noch, wenn wir immer so einen Netzwerkabend gemacht haben mit Patrick? Netzwerkabend geht überhaupt nicht. Dann hat der Patrick, glaube ich, seinen Rechner immer fertig gehabt, wenn der Netzwerkabend vorbei war. Oh. Letztens haben ja wieder Jens und so weiter auch Netzwerkabend gemacht. Da habe ich ja vorher schon gesagt, ich komme nicht. Also vor allem, es war wirklich so, zwei gucken die ganze Nacht irgendwelche Serien und der Jens macht seinen Rechner die ganze Zeit neu. Weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist typisch. Und dafür schleppe ich nicht meinen Rechner irgendwo hin. Ich habe noch eine sechste Person. Theoretisch. Vielleicht finden wir dann einen Server. Wir würden ja einfach auf einen leeren Server kommen. Auch nur zu fünft. Na, keine Ahnung. Dann tut mir leid, wir müssen dann vielleicht doch Mittel machen. Nein. Ah, ich weiß jemand, der mich heute Abend im Bett mit ins Bett nimmt. Mehr sage ich aber nicht. Ein Gentleman schweigt und genießt. Im Gameplay war bloß nicht. Matze aus dem Chat? Du hast mir jetzt nicht schon deine Taktik verraten. Okay, ich hab's eh vergessen bis zu dem Stream, aber. Was ist denn jetzt hier mit dem sechsten Mann? Ich muss, glaube ich, ganz das Spiel mal aus. Auf die Gruppe und das Spiel mal ausmachen, weil ich habe irgendein Problem jetzt. Ich finde nämlich nichts. Warum habe ich übrigens den Game Blamer-Stream hier im Hintergrund laufen? Das weiß ich nicht. Jetzt mache ich den schnell mal zu, weil ich gilt ja als Zuschauer bei dir. Das wollen wir ja nicht. Oh, ich habe jetzt habe ich keine Zuschauer mehr. Alle zwei weg. Nee, ich glaube, es stand da gerade 17. Bei mir steht auch nur 37. Ja, heute geht's. So, jetzt müssen wir wieder mal einladen. Ah, okay. Bei Killing Floor 2 habe ich die letzten Tage so häufig gemacht, da kommt das lockt kein mehr hinterm Kühlschrank vor. Ich verfolge ja auch ein bisschen Twitter, da wird ja fleißig mein Link geteilt. 12 Mal. Dankeschön an die Twitter-Folger, Twitter-Teiler. Danke. Und jeder dieser Teiler hat 2 Freunde auf Twitter. Nee. Danke Wampe, danke Nina, danke nochmal Wampe, danke nochmal Nina, danke Auno. Also wenn wir noch irgendwo einen sechsten herkriegen. Ich hab noch einen sechsten, der muss nur nachjoinen. Ja, wenn okay. Wenn er mal gebacken bekommt. Der musste ich ja nur anklicken. Ja. Naja, was? Warum bin ich denn mit einem Mr. Till hier drin? Ja, das ist der von mir, aber du musst aus dem Spiel noch raus. Ach so, Gruppe auflösen. Zack.
Ich ah, Mr. Till, wer TS. Fehlt denn jetzt noch? Der Gameblamer fehlt. Ja, ich war an meinem Handy dran. Ich musste doch Twitter jetzt mal angucken. Das dauert doch immer ein bisschen, wenn das ist. Genau. Ich muss auch noch den Penis hinterherziehen. Ja. Das dauert eben. Der rollt sich nicht von alleine auf. Guck mal, jetzt hat's funktioniert sofort. Auf Mittel oder kurz? Mittel. Mittel. Entschuldigung, aber es kurz ist aus. Es gibt gar keine Feinde, Matze, aus dem Chat. Aus dem Stream. Nee, Matze aus dem Chat. Matze aus dem Stream wäre ja Matze im TS eigentlich. Wer fehlt denn jetzt hier gerade? Machen wir es so einfach. Du nennst ihn Matze und mich nennst du Mace. Ja, ich finde das auch einfach, aber du heißt wahrscheinlich in Wirklichkeit auch Matze. Nein, heißt ich gar nicht. Ich, hat gar nichts damit zu tun. Ach so, in Wahrheit heißt du Dieter dann. Es fängt schon mit M an, aber ja. Michael, Martin, Mumu. Nein. Mike. Magic magst Mike? Genau. Magst du mal den Till runtermoven? Ja, die Weite deines Amtes, wenn du noch wach bist. Ich bin immer wach. Danke. Der jodelt. Hallo, Mr. Hallo. Till. Hi. Du kannst mich auch Till nennen. Oder ihr. Okay, Mister. Till Schweiger? Nein. Till S. Till mit Doppel-L. Megamonchi ist endlich da. Hallo Megamonchi, deine Frau ist schon ins Bett gegangen. Ach so, Maximilian Kuhner habe ich gar nicht gesehen, deine Frage. Ja, ich mache noch ein Video, was sich verändert. Das wird man aber auch sehen. Wir machen nämlich wahrscheinlich am 1. Mai einen längeren Stream. Da muss ich aber noch überlegen. Ja, Wampe, du darfst gerne GIFs posten. Das stört mich nicht. Der Penis ist nicht größer als das schon eben. Ja, wenn ihr einen größeren Penis als meinen als GIF einblendet, das geht nicht. Dafür ist das Chatfenster auch nicht lang genug. Guck mal, und keiner lacht, weil jeder weiß, es stimmt. Naja. Einbildung ist auch eine Bildung. Richtig. Mein Penis macht automatisch Caps Lock an. Boah, Gamer Duplo. Oh, ich glaube, du fliegst gerade aus dem Spiel. Lasst mich durch. Schutzsichere Weste. Yeah. Schutzsichere Weste Power. Boah, dem ist es viel direkt hinter der Tür. Till nicht verrecken. Sanitäter und am Sterben. Hey, ich muss gerade kurz anstellen. Boah, für Killing Floor 2 so eine König der Löwen Mod wäre echt gut. Wo du Mufasa bist und du musst halt die ganze immer wieder die Herde töten, die auf dich zukommen. Finde ich gut. Und zwischendurch geht. Richtig, und als Boss kommt dann eine Ska. Und zwischendurch rennst du nicht zum Händler, sondern zum Simba, um deine Tränen zu trocknen. Unter anderem. Und durch die Tränen kriegst du dann wieder neue Lebensenergie. Ja, das ist eigentlich. Guck mal, wir haben eigentlich eine gute Idee jetzt gerade. Ey, der Mod, der wird 1000-mal geladen. Mal 11. 9. 12.000. Und dann noch eine Android-Version. Genau. Aber nicht iOS. Ja, wir müssen aber wegen den Rechten aufpassen. Also müssen wir alle Fs gegen Vs austauschen. Und Ms gegen Ns. Killing Floor. Nee, das ist ja egal. Killing Floor ist heißt, ich meine nur wegen Disney-Lizenzen. Wir können ja auch Phönig der Döwen. König der Döwen. Finde ich schön. Oder einfach Prinz der Löwen.
Löwen kannst du ja nicht sichern. Oder Simbas Sternstunde. Penis der Löwen. Wo ist dieser fucking letzte Zombie? Meinst du mit so einem automatischen Controller, so ein Druckkissen, wo du mit dem Penis gegenschlägst, um die Feinde zu besiegen? Und wir müssen das auf jeden Fall... Oh, hier ist er. Wir müssen das auf jeden Fall mit Oculus Rift 2 kompatibel machen. Meinst damit du dein Endboss Penis... Da kriegst du aber Nackenstarre bei der, beim Penis Creator. Ja, du musst dann den Kopf immer rauf und runter machen, um den Penis zu besiegen. Stimmt. Das ist dann so, als wenn der Penis an der Stirn gewachsen wäre. Da kannst du den vor deinen Augen hin und her schleudern. Wie hieß das nochmal, der Wimpel des Todes? Hallo, Rodario. Hallo, Klobbes. Penis kannst du dann aber nur besiegen, wenn du ganz viele Phantome hast. Ja, wir müssen natürlich auf Save, ne? Da müssen wir eine moralische Dingens reinbringen, so mit Save. Keep it safe. Vielleicht so Kondome über die Krallen von Mufasa, bevor der die an und so. Oder Kondome über die Waffen mit Schalldämpfern. Was für Waffen? Kami Katrin ist für einen Penis-Counter. Also wie oft wir hier von Penissen reden und Penis sagen. Oh, wenn du sowas einbinden willst? Ich glaub, das ist nicht. Explodiert doch beim Gameplay mal. Da müsste man echt mal gucken, ob man so einen Stream-Counter einbinden kann. Nightbot kann das. Das wäre natürlich cool, ne? Dann musst du immer nur auf ein Knöpfchen drücken, wenn du weißt, dass jemand Penis gesagt hat. Ist eigentlich einfach einzubinden. Ja. Machst du ein Overlay? Ja, mit dem Overlay und so ist das ja kein Problem. Ja, machst du bei X-Split? Jetzt weiß ich eigentlich, wozu es bei Amazon diesen 60 Euro teuren Fußtaster gibt. Um ihn mit so einem Scheiß zu belegen. Das piept dann immer, wenn der unten wieder auf den Boden fällt. Boah. Oh Mann! Bisschen im Bedrängen, das ist gerade. Also, Atomica, da muss ich mal sagen, ich habe ein Video hochgeladen. Vom Stream. Das werde ich übrigens zukünftig immer so handhaben, dass wirklich für jeden Stream, ich schwöre, mindestens 24 Stunden vorher ein Video online ist. Auf Facebook hieß es 48 Stunden, du hast schon gelogen, ey. Ja, ich versuche bis zu 48 Stunden, sagen wir 24 bis 48. Boah, mir hast du vorhin 96 gesagt. 96 schafft keiner. Er hat geschworen, hat er eben gemacht. Richtig, also auf 24 schwöre ich, das finde ich wichtig. Also müsste ich den Stream für morgen schon mal so weit nach hinten schieben, dass das wieder stimmt mit 24 Stunden. Also du willst morgen wieder streamen? Nein, morgen streame ich nicht. Ich wollte ja zuerst den Schimpanse einladen, dass er mit uns Killing Floor 2 spielt, aber der, der hat will Killing nicht. Floor 2 nicht. Ja, der hat das nicht. Dann soll sie das kaufen. Habe ich ihm auch gesagt, aber der hat sich heute erst eine neue Webcam da geholt, da hatte der Probleme, die einzurichten. Aber das wäre auch mal cool. Was ist das denn für eine Einstellung? Ja, oder? Allein immer dieses nee, habe ich nicht. 27 Euro, muss ich überlegen. Ja, nee, dann geht. Ich kaufe eine Webcam. Aber ne, er kommt ja eigentlich nur aus der Battlefield-Sparte. Er spielt ja fast nur Battlefield. Was? Darin wird mit Waffen geschossen? Das bin ich nicht gewohnt. Ah, komm, der Jim, der ist okay. Ich weiß, hab ihn auch schon mal getroffen. Ja, der ist wirklich okay. Den habe ich gern. Alex, hinter dir liegt eine Rüstung. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Wir rennen hier draußen nur zu zweit rum.
Ja, wir brauchen die nicht, wir machen das. Ich hab die wichtigen Leuten dabei. Der Till Schweiger und die. Till Schweiger? Till, der Tolle. Wir jagen hier kein Wortmaß. Wäre auch ein guter Mod. Das ist ein großer. Das hab ich einen. Ja, hier bei uns ist keiner. Oh doch, jetzt ist ein großer bei uns. Ne, Feuer. Feuerwehrmann. Wieso ist bei uns? Ja, den machen wir zu zweit. Ja. Ja, mehr als wir beide oder auch mehr. Ja, ach, wie oft ich das Spiel schon so gespielt hab hier. Gameplay macht das mit seinem Penis alleine. Er macht sonst auch immer alles alleine damit. Ja, andere haben hier ein Messer und einen Spaten. Ich hab hier nur meinen Finger. Was braucht man mehr für die Apokalypse? Da kommt was zu trinken raus. Kannst dich dehydrieren. Viel Eiweiß. Viel Eiweiß kann auch gezapft werden. Was klingt dann wie in Las Vegas? Also ich weiß auch, welches Lied du anspielst, Bambo, hier von Fettes Pro. 1996, meine Freundin freut sich in der Südsee. Ja, nein, ich meine ja. Ist gerade einer gestorben? Also hier bei uns? Nein, ich. Ah, da bist du ja noch, Duplo. Du warst plötzlich aus meinem Sichtfeld, da habe ich gedacht, du bist schon tot. Weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen dich heilen für Geld. Till Schweiger und ich haben alles im Ohr. Kein Problem. Das ist was ganz Neues für den Schweiger. Ich bin aber nicht Till Schweiger. Nick, wo haben die das Koks versteckt? Fühlst du dich geschmeichelt dadurch oder eher beleidigt? Ja, ich fühle mich beleidigt. Ich glaube, dann hat das sein Ziel getroffen. Nee, ich bin ein ernstzunehmender Kriminalbeamter. Eine wichtige Person für mich ganz selbst. Nee, sie haben das Koks, ich weiß das. Rück das Koks raus. Wer hat dir das erzählt? Warum weißt du davon? Erfahrungswerte, ich habe viel Trovatos geguckt. Ah, okay. Ah, Mega Monty holt sich das Spiel auch noch. Er hat nur keine Zeit gehabt wegen der Spätschicht, dann hätte er auch mitgespielt. Ja, aber vergess nicht, ne, meinen MMO-Galink dafür zu benutzen. Richtig, und separat natürlich 35% des Umsatzes des Spiels nochmal zu spenden. Ja, ganz. 35%. Das wäre schön. Damit Gameblamer auf jeden Fall genug Energy-Drinks noch kaufen kann. Ja, ich trinke jetzt gerade schon. Oh ja, das ist immer so schwer zu tragen hier alles. Richtig. Weißt du, manche tragen die Last der Welt auf den Schultern, ich trage die zwischen den Beinen. Das Ganze funktioniert immer von seinem Gehirn in den Penis und dann was daran. Also, das dürft ihr jetzt nicht weiter erzählen, aber wenn ich eine halbwegs gute Erektion haben will, brauche ich immer zwei Transfusionsbeutel, weil ich einfach nicht genug Blut im Körper habe. Ich glaube, das ist ein Fehler im Teamspeak, weil ich habe keinen Lachen gehört. Ich glaube, das war gewollt. Jetzt ist der Duplo irgendwie ganz leise bei mir. Was ist da los? Der war mal. Also vorhin war der bei mir sehr laut, da musste ich den ein bisschen reduzieren. Ja, seitdem ist er ja so leise. Nee, das ging aber. Vorhin habe ich noch gehört. Wo bist du denn? Dann komm hier zur Gruppe. Schau, Matze, aus dem Chat. Dann komm doch hier zur Gruppe. Wieso bist du denn tot? Ist wirklich einer tot? So viele Zombies, ja. Du bist tot. Nein, ich bin nicht. Hallo, Single. Und mit Penis.
Du hast dich zu sehr ablenken lassen von meinem Penis. Richtig. War die Penis-Geld. Warte erst mal, wenn du heute noch schlafen gehst. Ich nehme nebenbei mit meinem Penis noch ein für die SLP auf. Das Penis-Kopf-Kino abends. Ich wollte ja immer mal so ein Let's Play auf der Vita mit meinem Penis aufnehmen. Das Problem ist, er hat ja Touchscreen und jedes Mal, wenn ich ihn drauflege, dann ist der im Arsch. Na, du wartest dachte dann, immer noch. Da wird er nicht als Finger erkannt, weil es die ganze Fläche einnimmt. Nee, der ist einfach so schwer, der zerdrückt den Touchscreen. Der Gameplayer wartet da immer noch auf den Penis-Simulator. Ja, von Microsoft. Na ja, der Penis, endlich mal Penis-Simulator. Soll ein sehr gutes Farbverhalten haben. Tschüss, Klobbes. Hallo, Seiro DL. Mann, ich möchte die Ska-Ha haben. Ska-Ha. Ska-Ha. Hippie. Nicht die Peniswache. Nein, die habe ich ja immer dabei. Ach, da gab doch mal so ein Spiel, da konntest du mit dem Riesen-Ding so zuhauen. Ja, Saints Row 3. Genau. Oh. Aber du konntest dadurch auch in der Neuauflage von... Oh, ich habe es auch gespielt. Was war damals von 3D Realms oder das andere, was sie gemacht haben, neben Duke Nukem? Shadow Warrior. Genau, Shadow Warrior. Die neue Version, dann hast du nämlich, wenn du Saints Row besitzt hast, hast du da auch den Gummidildo zum Zuschlagen bekommen. Shadow Warrior Redux. Nee, Redux heißt das nicht. Redux sind die Metro-Sachen. Nee, Metro 2033 Redux. Es gibt auch Shadow Warrior Redux. Das heißt Redux dann? Müsst ihr nochmal gucken. Weil ich glaube, es hieß bei mir einfach nur Shadow Warrior 2013. Jetzt bist du nicht auf dem Desktop, oder? Ist ja jetzt auch unwichtig. Ja gut, pass auf, es gibt eine Redux-Version, die ist mit dem, Da kommt ein Chainsaw von unten. Die Redux-Version, die ist mit, also auch mit dieser Plötzlich-Grafik, was man ja aufklickt, und es gibt ein neues Shadow Warrior. Ah, das also meinst du. Nochmal ja. Ein richtig HD. Und beim neuen Shadow Warrior war das dann drin. Das habe ich auch von Anfang bis Ende gespielt. War ein echt gutes Spiel auch. Vor allem überraschend eine sehr starke Story. Ja, ich habe das hier für die PlayStation 4, aber ich habe das nur mal eine halbe Stunde angespielt. Für ein Video. Und seitdem liegt das wieder im Schrank. Wie die Hälfte meiner ganzen Spiele. Oh, ein Pounder. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ein Pound, oder? Pounder. 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 Wer schmeißt denn Heilgranaten auf den? Ich? Und was soll das bringen? Ja, ich heil den zu Tode. Die machen den Monster noch Damage, genau. Die heilen ihn. Du weißt doch, plus der Gegner. Echt, die machen auf den Monster Damage, der Nebel? Ja. Okay, wusste ich nicht. Außerdem, wenn jemand von dem. Aber ich denke, bei Gameblamer wusste es auch nicht. Also. Aber natürlich wusste ich das. Der Gameblamer kennt da alle. Plus und Plus negiert sich. Weiß nicht jeder. Da soll noch mal jemand sagen, in der Schule lernt man nichts. Also, Herr Lehrer, ich hab jetzt gelernt, an den Killing Floor für die Heilgranaten auch Schaden an den Gegner machen. Sehr gut! Eins, Junge! Yeah. Ja, also ich glaube ja, dass Killing Floor irgendwann gut ist. Wichtig fürs Überleben. Ist auch gut bei Bewerbungen. Was machen sie so? Ah, hier, kennst du hier diesen von Christian Ulm, wenn er die Bude spielt, bei Bewerbungsgespräch? Was können sie denn so? Ja, ich bin bei Mortal Kombat, bin ich schon Level 38. Was sind denn ihre Fähigkeiten? Schon wieder was kaputt am TS. Ja, irgendwie, immer wenn ich einen Witz mache. Komm. Ja. Dann wird irgendwie die Übertragung, glaube ich, gestört. Bei mir kommen da immer so Error-Töne. Miep. Miep. Ich werde rausgepiept. Hört sich an wie so eine Atombombe. Na,
alle parteiisch. Der Gameblamer hat keine Atomwaffen. Ich hab ein Atomgewehr. Atompenis hast du. Ja, aber den gerade sagen. Einen verstrahlten Penis. Atompilzschaft hast du. Der hat auch einen Zerstörungsradius von mehreren Kilometern. Mit Atomsperma. Fliegen ist Geld! Oh, 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 oh. Geklaut. Hm. Ich hab 2 Dollar. Wer will 2 Dollar? Willst du 2 Dollar? Willst du 2 Dollar? Du willst was soll Dollar, ich denn mit 2 Dollar? Ja, aber nur wenn ich mich dafür ausziehen darf. Danke. Gib dem Penis 2 Dollar, damit er 2 genau. Dollar hat. Genau. Tu dir den 2 Dollar in die Schnauze. Vorne in die Eichel rein. Ich hab auch gehört, dass dein Penis in Dune hergehalten hat für die Wüstenwürmer. Ja, der verschluckt einfach alles. Wie war das so, als die ganzen Fremen auf dir geritten sind? Boah, das war geil. Aber hat ein bisschen gerieben, ne? So wie Sandpapier. Die sind ja sehr, sehr trocken, die Typen. Wenigstens sitzt es stubenrein. Kami Katrin hat mir gerade über Facebook geschrieben, schon wieder Penis. Wie soll man denn da schlafen? Du sollst ja nicht schlafen. Dann gäbe ich gleich mal Penis, denn ich sag, hat sie nicht mehr schlafen. Hat die denn sofort Fantasien, nur wenn man Penis sagt? Nein, aber das lenkt ja schon beim Schlafen ab, wenn die ganze Zeit über Penis sagt. Andere weil schlafen dabei mal, ein. Vor allem, wenn man gerade den Penis zur Hand hat. Ja, damit haben wir als Mann ja kein Problem. Ne? Da hast du oh, ein Pound! Ja, ich bin bei dir, du bist sicher. Oh, scheiße, ich könnte sterben. Oh ja. Oh, oh, oh. Aber ich glaube nur der, hier. Der Blamer stirbt. Ja, die haben es alle auf mich abgesehen. Der Penis kann nicht sterben. Nee, der Penis lebt nach dem Tod noch weiter. Der sucht sich einfach einen neuen Wirt. Er ist sowas wie ein Gurgut. Jawoll, er ist erledigt. Das Spice hat bestimmt gebrannt, sagt der Tomica. Aber nur auf der Eichel, nicht am Schaft. Jawoll, Level 4. Da ist wieder ein Fusen. Ja, aber mit dem Katana hier. Ich muss ja sagen, wir hatten schon lange nicht mehr so ein hohes Niveau wie heute. Ja, da geht schon gut, ne? Ja. Mir haben am besten die Diskussion über Politik gefallen. Die war langwierig. Die war langwierig. Ich finde auch unsere Diskussion über das Universum und alles und nichts fand ich sehr richtig. Cool. Ist hinter dem Penis noch ein Penis. Aber der Penis ist nicht. Ich dir Thema so ein Penis. Ja, überleg mal, ohne Penis geht's jetzt. Richtig, wo soll die Frau sich festhalten? Wenn in der Bahn wieder mal schaukelt. Siehst du, bei mir ist der TS auch kaputt. Jetzt hab ich sie mal alle bestochen. Ist ja gar keiner mehr da, den ich kenne, außer Jordel. Und den Alexander. Und den Maze. Obwohl Maze ist Alexanders Freund, da müsste Alexander einen Witz machen, da kann er aus Solidarität lachen. Alex, erzähl mal deinen Lieblingswitz. Soll ich mal meinen erzählen? Nein. Penis um die Ecke und such den Dennis. Nur wenn es um Gameblamers Penis geht, ich bin ja nicht auf dem TS, dann hätte Dr. Proof mich lachen hören. Also, wie kriegt ihr eine Frau zweimal hintereinander laut zum Schreien? Ich schlag sie mit dem Penis. Nein. Mit den Dennis nackt aus? Nein.
erstmal trocken in den Popo ficken und dann das Ganze an der Gardine abwischen. So Witze erzählt uns unsere Lehrer in der Schule. Was ist ein Pädophiler? Also Komik ist kein Fach bei euch. Ein Pädophiler was? Was ist ein Pädophiler im Tor? Ein Torpedo. Sportwitz. Jetzt ist leider der Deutschklausur morgen hat, schon weg. Der kann damit gar nichts mehr anfangen. Kamikatron ist ein witziger Stream. Maxi, ich kenne das Stargate, aber wir haben ja das Problem, wir konnten da nie durchgehen. Wir sind immer hängen geblieben an der Seite. Oh, das ist aber schlecht, wenn du am Ereignis Horizont an der Seite hängen bleibst. Kettensäge. Kommt drauf an, mit welchem Körper zu. Da kommen wir zu zwei Flaschen. Counter. Du hast ja dank deiner Nude immer eine Rettungsleine, die dich zurückführt. Aua, der Ständig. Hat ein Haken, eine völlig neue Dimension. Da ist ja noch einer. Alter. Ja, hier ist eine ganze Menge los. Was ist denn los hier? Ich renn jetzt erstmal hinter alle. So. Ach, scheiße. Alle wollen sich vom Anzug. Ich hab auch den Überblick verloren. Ja, ich bin erstmal rausgerannt. Du hast den Feind erstmal verwirrt durch Wecklerin. Nee, die sind mir ja hinterhergekommen zum Teil. Die müssen wir noch ein bisschen auseinanderziehen. Ja, die rennen sie automatisch hinterher bei dem Riesenfenus. Da bleibt ja nicht irgendwie verankert. Ja, ich hab da hier das Scott. Was ist das? Scott Klebeband. Doppelseite. Einmal durch. Gibt es denn überhaupt noch Scott Klebeband? Nee, es gibt nur noch Tesa. Hä? Es gibt nur noch Tesa. Ich weiß nicht, von Scott, da haben sie früher auch noch geguckt. Weil das ja durchsichtig war. Unsichtbar. Das konnte man gar nicht sehen. Eben. Da hast du dich immer verklebt. Nur daneben. Wir rennen zum Kettensägen, Hannes. Da kommt auch der Spruch, wo ist denn der Tesa? Dann versteck dich in der Masse. Stargate kennt irgendwie keiner. Stargate ist einer der besten Science-Fiction-Serien, die es gab. Oh, nice. Ja, lass halt nicht die Katrin hören, die ist aus. Die guckt aus Stargate, ja. Ja, tut mir leid, dann nehme ich das nochmal zurück. Okay, hab ich? Mit MacGyver. Ja, Jack MacGyver ist geil gewesen. Obwohl, es fehlte eigentlich eine geile Frau in allen Stargate-Science-Fiction-Serien. Wieso? Die Samantha, die sah doch eigentlich ganz cool aus. Oh, ja, aber Samantha war zu schlau. Und in, die Taylor in Atlantis sah wirklich nicht toll aus. Nee, die war auch nicht so dolle. So die Quoteninderin oder so. Die hat auch... ja, die hat eigentlich auch den Falschen am Ende genommen. Also plötzlich aus dem Nichts kam irgendjemand, der hat die geschwängert. Das finde ich storyline-technisch total kacke. dann kauft euch mal Sam und folgt den Maze. Das ja. Hatte. Folgt den Maze! Folgt den Maze! Folgt den Gameblamer, kauf schneller ein, du bist ja wie bei CS. Du kaufst ja eh nur eine Blindgranate. Die Taylor, die wurde ja nicht von irgendjemandem einfach geschwängert, sondern von jemandem aus ihrem Volk. Auf dem. Der kam aber storytechnisch, kam der einfach aus dem Nichts. Ja, aber nachher, ja, das stimmt. Bei der Feldarbeit wurde er geschwängert, hat sie ihn geschwängert oder umgekehrt. Nein, ihr Volk hat doch auf dem Festland, auf dem Planeten gelebt. Richtig. Und dann bei der Ernte wurde dann nicht nur die Saat ausgesät. Ja, das stimmt. Der kommt gleich links. Also links aus der Tür kommt der. Das ist ein Linkskomma, okay? Ich bin ja Rechtsträger. Du hast den Penis. Warst du quasi für eine Seite nur entscheiden? Ja, dann schläft die ganze Zeit aus dem Hosenbein. Der geht nach rechts, aber dann sieht er dann geht er durch ein Portal.
Das ist auch ein unsichtbarer Blut. Vorsicht! Oh, nö! Warum lässt du den sich denn nähern? Nee, das, du kannst das nicht verhindern, glaube ich. Also ja, schwierig. Ich glaube, das war der Mann ziemlich spannend für mich. Na? Dann weich mal aus, wenn er sich jetzt holt. Ach komm, nicht mal wieder weg. Da hat er noch groß angekündigt. Dann weicht er dann wieder aus. Ah, wieder auf einen Zug, Alter. Wie so ein kleines Baby. Er hat halt Hunger. Scheiße, Gas. Sehr gut, Gameblamer. Oh nein, scheiße. Ich bin doch weggerannt. Warum hat mich denn keiner geheilt? Ich hab dich geheilt sogar. Oh, ich bin auch tot. Glaube ich. Ich werde geheilt. Jetzt kannst du wenigstens zugucken, hast den Überblick. Ja. Also gleich hat er wieder den Mats. Warte, ich glaube, der hat den Till. Ja, der guckt jetzt gerade den Till ganz böse an. Jetzt ist Gamer Duplo tot. Oh, shit. Jetzt holt er sich wieder Matze. Jetzt geht er wieder auf Matze. Glaube Selbstmord bilder. Ach, scheiße. Er hat Matze aber noch nicht gekriegt. Ja, der Matze läuft jetzt ganz genau. Ich komme an Matze noch nicht ran. Alex ist hinten dran. Da lagen so Schlüpfe. Ah, Gott. Aber der kann nicht mehr viel haben. Und der heilt sich eh nicht mehr. Der Proof stirbt. Oh, der holt sich. Warum ist die Wand hinter mir hässlich? Oh, da liegen jede Menge Waffen jetzt rum. Das sollte Alexander aber noch schaffen. Ja, er braucht halt nur seine Schaffi. Oh oh. Oh oh. Hinter dir. Schieß einfach. Mittlere Maustaste bei der Waffe. Ach, Alex. Nein. Das wird doch so einfach noch. Bist schon ganz dehydriert. Scheiße. Der Alex sagt doch gar nichts mehr. Alles nur, weil der Gameblamer wieder gestorben ist. Richtig. Ja, es tut mir leid. Der hat uns alle ins Elend gerissen. Weißt du, ich habe Son Goku gesehen. Der Son Goku stirbt doch auch in Dragon Ball Z und sagt dann, das macht er, ne, damit mal die Jugend auch mal ran darf. Gameblamer, du musst zwischenzeitlich auch deinen Penis loslassen, ne? Ach so. Das war gar nicht die Maus. Penissteuerung. Ich dachte schon, warum passiert nichts, wenn ich klicke. Ich dachte schon, warum passiert nichts. Du musst doch mal die Maus in die Hand nehmen. So, jetzt machen wir Feierabend. Auf meiner Seite jedenfalls. Danke, dass ein paar vorbeigekommen sind. Schönen Abend noch. Danke den Mitspielern. Ihr könnt ja beim Gameblamer auch reingucken, mal auf seinen Hitbox-Stream. Wo auch immer Hitbox ist, keine Ahnung. Macht kennt keiner. Nö, ich mach ja, im Spiel hast du das lauter Hitbox. Nee, ich mach den Stream jetzt auch aus. Genau, dann könnt ihr da sehen, wie sein Stream schwarz wird. Ja. So, bis spätestens Mittwoch, sag ich. Tschüss. Ja, und. Achso, und ja. Ja, und ich verabschiede mich natürlich auch. Ne, auch von meinen Zuschauern hier auf Hitbox und von Dr. Bruce Zuschauern. War schön. Penis. Und Penis. Und Penis zum Abschluss. Danke fürs Zuschauen.